In all den Jahren, die ich mit meinem Freund Sherlock Holmes verbringen durfte, habe ich oft daran denken müssen, dass es im Grunde doch nur ein Zufall war, der mich mit diesem wahrlich außergewöhnlichen Mann zusammengeführt hat. Nachdem ich im Jahr 1878 von der Londoner Universität zum Doktor der Medizin ernannt worden war und eine Ausbildung zum Militärarzt absolviert hatte, wurde ich zum Dienst am Vaterland in Asien berufen. Es war gerade der zweite Afghanistan-Krieg ausgebrochen und gleich nachdem wir in Bombay an Land gegangen waren, rückte mein Regiment tief ins Feindesland vor. In der fatalen Schlacht von Maywand wurde meine Schulter von einer Muskete getroffen. Die Kugel zerschlug die Schlüsselbeinarterie und zerschmetterte den Knochen. Umgeben von Feinden in der Ödnis dieses Landes, hätte ich diese Verletzung ohne die Treue und den Mut meiner Kameraden niemals überlebt. Ich wurde ins Lazarett gebracht. Und was die Kugel des Feindes nicht vermocht hatte, hätte dort beinahe der Typhus vollbracht. Einige Monate lang fürchtete man um mein Leben, und als sich mein Zustand endlich besserte, war ich so schwach, dass man mich unverzüglich nach England zurückschickte. Ich hatte in England keine Verwandten und genoss nun völlige Freiheit oder zumindest so viel Freiheit wie ein Mann mit einem Einkommen von täglich 11 Schilling und 6 Pence Invalidenrente haben kann. Ich bezog ein Zimmer in einer Londoner Pension und führte ein trostloses, sinnloses Leben. Leider gab ich das Geld freizügiger aus, als ich es hätte tun sollen, weswegen der Zustand meiner Finanzen bald äußerst besorgniserregend wurde. Als ich in dieser Situation beim Mittagessen in einem kleinen Restaurant saß und mir Gedanken darüber machte, welche Maßnahmen wohl als erstes zu treffen seien, um Geld zu sparen, sprach mich auf einmal jemand an. Es handelte sich um einen ehemaligen Kollegen, der im St. Bartholomew's Hospital unter mir als Assistenzarzt gearbeitet hatte. Der Anblick eines bekannten Gesichts in der großen Wüste Londons erfreute mich zutiefst. Natürlich ahnte ich damals noch nicht, dass diese Begegnung dazu führen würde, dass sich mein Leben radikal veränderte. Entschuldigen Sie bitte. Ja, was ist? Dr. Watson? Stamford? Genau. Meine Güte, wie schön, Sie zu sehen. Setzen Sie sich doch. Wie ist es Ihnen ergangen in den letzten Jahren? Gut, gut. Immer noch am St. Bartholomew's? Es hat sich so ergeben. Was treibt Sie denn in diese Gegend hier? Ich habe heute meinen freien Tag. Ein paar Besorgungen, Sie wissen schon. Wo sind Sie denn jetzt? Nirgendwo. Nirgendwo? Ach, mein Junge, das ist eine lange Geschichte. Ich bin gerade aus Afghanistan zurück. Kriegsversehrt, wie man so schön sagt. Das tut mir leid. Und was haben Sie jetzt vor? Ich versuche erst einmal wieder im guten alten England Fuß zu fassen. Momentan beschäftigt mich hauptsächlich die Frage, ob es möglich ist, irgendwo eine gemütliche Unterkunft zu einem halbwegs günstigen Preis zu bekommen. Das ist ja merkwürdig. Was denn? Sie sind heute schon der zweite, den ich das sagen höre. Und wer war der erste? Jemand, der im chemischen Laboratorium des Hospitals arbeitet. Er hat sich heute Morgen beklagt, weil er niemanden finden kann, der sich mit ihm ein paar nette Räumlichkeiten teilt, die er irgendwo aufgetan hat. Und für ihn allein sind sie wohl zu teuer. Ach, Stamford, Sie schick der Himmel. Wenn er wirklich jemanden sucht, mit dem er die Kosten teilen kann, dann bin ich genau der richtige Mann für ihn. Eigentlich gefällt mir der Gedanke sogar ziemlich gut, die Wohnung mit jemandem zu teilen. Ich habe es nie gemocht, allein zu wohnen. Sie kennen Sherlock Holmes nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie es mit diesem Mann als ständigem Gefährten aushalten. Warum? Was spricht denn gegen ihn? Oh, ich habe nicht gesagt, dass irgendetwas gegen ihn spricht. Er ist lediglich ein wenig verschroben, was so seine Ideen angeht. Und ein absoluter Enthusiast, was einige Wissenschaftszweige betrifft. Soweit ich weiß, ist der Knabe ansonsten ganz in Ordnung. Ein Medizinstudent, vermute ich. Nein, ich habe keine Ahnung, was er eigentlich studiert. Ich glaube, er ist ganz gut in Anatomie und er ist ein erstklassiger Chemiker. Aber soweit ich weiß, hat er niemals systematisch Medizin studiert. Seine Studien sind vollkommen planlos und exzentrisch. Allerdings hat er eine ganze Menge Wissen in den abgelegensten Gebieten angehäuft.
Wahrscheinlich könnte er seine Professoren damit ganz schön zum Staunen bringen. Haben Sie ihn denn nie gefragt, was er mal werden will? Er ist nicht gerade ein Mann, aus dem man leicht etwas herausbekommt. Obwohl er sehr gesprächig sein kann, wenn ihm danach ist. Ich denke, ich sollte ihn kennenlernen. Wenn ich mich entschließe, mit jemandem die Wohnung zu teilen, ziehe ich einen fleißigen und ruhigen Menschen vor. Ich bin im Moment einfach noch nicht stark genug, um viel Lärm oder Aufregung zu ertragen. In Afghanistan hatte ich von beiden genug für den Rest meines Lebens. Das dürfen Sie mir glauben. Wie kann ich denn Ihren Bekannten treffen? Ich bin sicher, dass er noch im Laboratorium ist. Entweder lässt er sich da wochenlang nicht blicken oder er arbeitet dort von frühen Morgen bis spät in die Nacht. Wenn Sie wollen, können wir nach dem Essen dorthin fahren. Sehr gern. Ist das Essen hier gut? Einfach, aber ausgezeichnet. Nur die Bedienung ist ein wenig langsam. Na, so laut wie mein Magen gleich knurrt, wird bestimmt jemand kommen. Übrigens, was diesen Sherlock Holmes angeht. Ja? Sie müssen mir versprechen, dass Sie nicht mir die Schuld geben, wenn Sie nicht mit ihm auskommen. Ich weiß nicht mehr über ihn als das, was ich bei unseren gelegentlichen Begegnungen im Laboratorium erfahren habe. Wenn wir uns nicht verstehen, ist das doch kein Problem, die Sache einfach sein zu lassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie mir etwas verbergen. Hat denn der Kerl einen so fürchterlichen Charakter? Was ist es? Nur jetzt sagen Sie es schon, Stamford. Raus mit der Sprache, ohne Umschweife. Es ist nicht leicht, das Unbeschreibliche zu beschreiben, Dr. Watson. Holmes ist für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu wissenschaftlich. Man könnte ihn fast schon als kaltblütig bezeichnen. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass er einem Freund eine kleine Dosis des neuesten Pflanzengifts verabreicht. Nicht aus Böswilligkeit, verstehen Sie, sondern aus purer Forscherlust. Einfach nur, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie es wirkt. Ich bin davon überzeugt, dass er es im Zweifel sogar selbst einnehmen würde, um die Wirkung zu testen. Er scheint eine ausgeprägte Leidenschaft für exaktes Wissen zu haben. Daran ist doch nichts auszusetzen. Solange er seine Experimente nicht an mir durchführt. Ja, natürlich. Aber man kann es auch übertreiben. Wenn er anfängt, die Leichen in den Sezierräumen mit einem Stock zu schlagen, nimmt es dann doch eher bizarre Züge an. Bitte? Er schlägt Leichen? Ja, um herauszufinden, inwieweit blaue Flecken nach dem Tod entstehen können. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Und Sie sagten, er ist kein Medizinstudent? Nein, der Himmel allein weiß, was für Forschungen er da anstellt. Aber nun ja, so weit, so gut. Ich denke, Sie sollten sich vielleicht selbst ein Bild von ihm machen. Das denke ich allerdings auch. Nachdem Stamford und ich uns die Neuigkeiten der vergangenen Jahre erzählt und unseren Hunger gestillt hatten, brachen wir auf. Eine Droschke brachte uns zum St. Bartholomew's Hospital, in dem mir alles so vertraut war, als wäre ich noch immer dort beschäftigt. Durch eine kleine Tür betraten wir den Seitenflügel des Hospitals, der das Laboratorium beherbergte. Wir stiegen die finstere Steintreppe hinauf und gingen durch den langen Korridor mit weißgetünchten Wänden, an dessen Ende der Durchgang zum chemischen Laboratorium lag. Die Ausführungen meines ehemaligen Kollegen hatten mich ebenso neugierig wie skeptisch gemacht. Was für ein seltsames Ungeheuer mochte doch dieser Mensch wohl sein, der in den düsteren Gewölben des Hospitals darauf wartete, einen Wohngenossen für sich zu gewinnen. Und dann sah ich ihn zum ersten Mal, diesen wunderlichen Kerl. Inmitten zahlloser Flaschen, Reagenzgläser und kleiner Bunsenbrenner mit blau flackernden Flammen saß in dem großen Raum, den wir betraten, nur ein einziger Student über seinem Tisch gebeugt und ganz in die Arbeit vertieft. Mr. Holmes? Mr. Holmes! Er ist mal wieder in eins seiner Experimente vertieft. Kommen Sie. Ah, Dr. Stamford, stellen Sie sich vor, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Was haben Sie gefunden, wenn ich fragen darf? Eine Substanz, die nur von Hämoglobin ausgefällt wird, von nichts anderem. Das freut mich für Sie, Mr. Holmes. Darf ich Ihnen Dr. Watson vorstellen? Sehr erfreut. Oh, Sie sind in Afghanistan gewesen, wie ich sehe. Wie um alles in der Welt? Können Sie das wissen? Machen Sie sich nichts draus. Viel wichtiger ist jetzt die Sache mit dem Hämoglobin.
Ich vermute, dass Ihnen beiden die Bedeutung meiner Entdeckung bewusst ist. Nun ja, eine interessante chemische Entdeckung, zweifellos. Aber ob sie praktischen Nutzen hat? Guter Mann, das ist die praktischste gerichtsmedizinische Entdeckung, die es in den letzten Jahren überhaupt gegeben hat. Verstehen Sie denn nicht, dass uns dadurch eine unfehlbare Testmethode für Blutflecken zur Verfügung steht? Also... Nein. Ja, nun mal los. Aber erlauben Sie mal. Wir brauchen frisches Blut. Gütiger Gott, was haben Sie vor? Legen Sie das Messer sofort weg. Stamford! Hatte ich Ihnen nicht gesagt, dass er unberechenbar ist? Nehmen Sie die Pipette. Was? Die Pipette. Nehmen Sie mein Blut damit auf. Hier. Also Sie sind verrückt. Keineswegs. Die Pipette, bitte. Sehen Sie her. Ich löse jetzt einen Tropfen von diesem Blut in einem Liter Wasser auf. So. Wie Sie feststellen können, sieht die Flüssigkeit nach wie vor aus wie reines, klares Wasser. Ja, das Verhältnis Blut zu Wasser ist wahrscheinlich nicht höher als 1 zu 1 Million. Und trotzdem habe ich nicht den geringsten Zweifel, dass wir auch hier die charakteristische Reaktion hervorrufen können. So. Was sagen Sie jetzt? Ja, es scheint ein sehr empfindliches Testverfahren zu sein. Ja, das kann man wohl sagen. Der alte Test mit Guaiac-Harz war ziemlich umständlich und unsicher. Genauso wie die mikroskopische Untersuchung auf Blutkörperchen. Letztere ist darüber hinaus vollkommen wertlos, wenn die Flecken älter sind als ein paar Stunden. Dieser Test dagegen scheint unabhängig davon zu funktionieren, ob das Blut alt oder neu ist. Wenn dieser Test schon früher erfunden worden wäre, ich sage Ihnen, Hunderte von Männern, die sich jetzt frei auf dem Erdball bewegen dürfen, hätte schon vor langer Zeit die gerechte Strafe für ihr Verbrechen ereilt. Glauben Sie wirklich? Aber natürlich. Kriminalfälle hängen immer wieder von diesem einen Beweis ab. Ein Mann wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Manchmal Monate, nachdem das Verbrechen geschehen ist. Man untersucht seine Kleider und entdeckt bräunliche Flecken. Ist es Blut oder Erde? Oder Rost? Oder sind es Obstflecken? Diese Frage hat schon so manchen Experten beschäftigt. Und warum? Weil es bisher keinen verlässlichen Test gegeben hat. Jetzt gibt es endlich den Sherlock-Holmes-Test. Und kein Mensch wird mehr Probleme haben, diese Frage zu beantworten. Tja, da kann man Ihnen wohl gratulieren. Ja, danke. Mir viel weniger als der ganzen Welt, Doktor. Erinnern Sie sich an den Fall dieses Herrn von Bischof in Frankfurt letztes Jahr? Er wäre mit Sicherheit gehängt worden, wenn es diesen Test schon gegeben hätte. Oder die Sache mit Mason in Bradford, Lefebvre in Montpellier oder Samson in New Orleans. Ich könnte Ihnen noch eine ganze Menge mehr Fälle aufzählen, in denen dieser Test entscheidende Bedeutung gehabt hätte. Sie sind ja ein wandelnder Kriminalkalender, Mr. Holmes. Vielleicht sollten Sie anfangen, ein Magazin herauszubringen. Verbrechen der Vergangenheit. Ich fände es viel interessanter, ein solches Magazin zu lesen. Hätte übrigens einer der Herren zufällig ein Pflaster für mich. Offene Wunden können gefährlich werden, wenn man mit Giften umgeht. Ich bringe Ihnen gleich eins von der Station. Jetzt sollten wir uns allerdings erstmal um etwas Geschäftliches kümmern. Ich wusste bisher gar nicht, dass wir geschäftlich miteinander verbunden sind, Dr. Stamford. Quasi etwas Geschäftliches. Mein Freund hier ist auf der Suche nach einer günstigen Wohnung. Und da Sie sich heute Morgen darüber beschwert haben, dass Sie niemanden finden können, der sich eine Unterkunft mit Ihnen teilt, dachte ich, ich sollte Sie beide vielleicht zusammenbringen. Sehr schön. Ich bin höchst erfreut, Dr. Watson. Ganz meinerseits. Ich habe ein Apartment in der Baker Street gefunden, das mir außerordentlich zusagt. Ich bin mir sicher, das wäre genau das Richtige für uns. Naja, Ihnen macht doch hoffentlich der Geruch von starkem Tabak nichts aus. Ich rauche selbst. Das ist gut. Außerdem habe ich immer ein paar Chemikalien im Haus, mit denen ich gelegentlich experimentiere. Stört Sie das? Nicht im geringsten. Es sei denn, Sie rühren mir etwas davon in den Tee. Ich habe nicht die Absicht. Lassen Sie mich nachdenken. Was für schlechte Angewohnheiten habe ich noch? Naja, manchmal bin ich etwas mürrisch und sage tagelang kein Wort. Es ist dann am besten, wenn Sie mich einfach in Ruhe lassen. Das legt sich wieder. Ich denke, zwei Menschen sollten das Schlimmste voneinander wissen, ehe sie zusammenziehen.
Wie Sie meinen. Ich meinerseits habe etwas gegen Krach, da meine Nerven etwas angeschlagen sind. Außerdem stehe ich manchmal erst zu recht gottlosen Zeiten auf und... Ja, ich bin auch ziemlich träge. Na gut. Sagen Sie mal, betrachten Sie Geigenspiel als Krach? Nun, das kommt darauf an, wer die Geige spielt. Eine gut gespielte Violine ist etwas absolut Göttliches. Eine schlecht gespielte dagegen? Naja, wir wissen schon. Dann werden wir wohl keine Probleme bekommen. Ich denke, wir können die Sache als beschlossen betrachten. Das heißt, wenn die Räumlichkeiten für Sie akzeptabel sind. Und wann können wir sie besichtigen? Holen Sie mich morgen Mittag hier ab. Dann gehen wir gemeinsam rüber und machen alles fest. Also gut. Morgen Punkt 12. Ich werde Sie erwarten. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss noch ein paar Kleinigkeiten bei diesem Hämoglobin-Test klären. Natürlich, natürlich. Was für ein ungewöhnlicher Mann. Nicht wahr? Ich hatte Ihnen nicht zu viel versprochen, was? Sagen Sie mal, woher wusste er eigentlich, dass ich in Afghanistan war? Ich kenne eine ganze Menge Leute, die gerne herausfinden würden, woher er solche Dinge weiß. Ein Geheimnis also? Wie aufregend! Mal schauen, ob sich da nicht etwas herausfinden lässt. Auf jeden Fall bin ich Ihnen ausgesprochen dankbar, dass Sie uns zusammengebracht haben, Stamford. Sie wissen ja, das liebste Studienobjekt des Menschen ist der Mensch. Dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen damit, dieses besondere Exemplar zu studieren. Ich fürchte, da haben Sie sich ein ziemlich kompliziertes Forschungsobjekt ausgesucht. Außerdem wette ich mit Ihnen, dass er mehr über Sie herausfinden wird, als Sie über ihn. Wie verabredet trafen wir uns am kommenden Tag, um die Räumlichkeiten in der Baker Street zu besichtigen. Das Apartment bestand aus zwei angenehmen Schlafzimmern sowie einem großen, freundlich möblierten Wohnzimmer. Ich war schnell gewonnen für diese schöne Unterkunft und ihre verhältnismäßig geringe Miete, sodass der Vertrag noch am selben Abend unterschrieben wurde und wir bereits am kommenden Tag mit unseren bescheidenen Besitztümern die Wohnung bezogen. Wie sich in den kommenden Tagen und Wochen herausstellte, war Holmes ein äußerst angenehmer und ruhiger Mitbewohner mit regelmäßigen Lebensgewohnheiten. Wenn ich aufstand, hatte er meist schon gefrühstückt und war ausgegangen, um sich im Labor in irgendwelche Studien zu vertiefen oder sonstigen, mir unbekannten Geschäften nachzugehen. Allerdings gab es auch Tage, an denen er regungslos auf dem Sofa im Wohnzimmer lag und von morgens bis abends weder einen Muskel bewegte, noch ein einziges Wort sprach. Ich gestehe, dass mein Interesse an diesem ungewöhnlichen Mann und seinen Lebenszielen wuchs, je näher ich ihn kennenlernte, wobei unser Kennenlernen zunächst nicht von sonderlich intensiver Natur war und sich auf gelegentliche gemeinsame musikalische Abende beschränkte, an denen ich seine virtuosen Fähigkeiten auf der Violine genießen durfte. Soweit ich es beurteilen konnte, schien Holmes keine Freunde zu haben. Er erhielt zwar ab und zu Besuch und bat mich bei diesen Gelegenheiten stets, ihm das Wohnzimmer zu überlassen. In welcher Beziehung er zu den äußerst bunt gemischten Besuchern jeden Alters und jeder sozialen Schicht stand, blieb mir jedoch zunächst verborgen. Bis zum Morgen des 4. März. Ich habe gute Gründe, mich an dieses Datum zu erinnern. Ich hatte schlecht geschlafen und war viel früher aufgestanden, als es meine Gewohnheit war, so dass ich Holmes noch am Frühstückstisch antraf. Unsere Hauswirtin Mrs. Hudson hatte sich so sehr an mein spätes Aufstehen gewöhnt, dass der Tisch um diese Uhrzeit noch nicht für mich gedeckt war. Ich läutete nach ihr und forderte mit der schlechten Laune eines unausgeschlafenen Mannes, diesen Missstand umgehend zu beseitigen. Während sie nach unten eilte, um Kaffee zu holen, vertrieb ich mir die Zeit mit dem Durchblättern einiger Magazine. Guten Morgen, mein lieber Watson. Noch einen Tee, bitte. Mit Milch ohne Zucker. Mit Milch ohne Zucker. Sonst noch was? Nein, danke, das war's. Haben Sie das hier gelesen? Was denn? Bei diesem Artikel hier. Allein diese hochtrabende Überschrift. Das Buch des Lebens. Ja, was ist damit? Der Kerl, der das geschrieben hat, behauptet doch allen Ernstes, dass man alles aus einer Kleinigkeit vorhersagen könnte, aus einem Wassertropfen den Atlantik
und aus dem Zucken eines Muskels die geheimsten Gedanken eines Menschen. Hören Sie sich das an. So ist das ganze Leben eine einzige große Kette, deren gesamte Natur wir erkennen können, wenn man uns nur ein einziges ihrer Glieder zeigt. Wie alle anderen Künste ist aber auch die Wissenschaft der Deduktion und Analyse etwas, das nur durch lange, geduldige Studien erlernt werden kann. Der Kerl glaubt doch tatsächlich, dass er die Lebensgeschichte eines Mannes erkennen kann, wenn er ihn nur lang genug anschaut. So ein unsägliches Geschwätz! Ach, finden Sie? Ja, solchen Unsinn habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gelesen. Das sind doch eindeutig die Ansichten von irgendeinem Stubenhocker, der nette kleine Theorien in der Abgeschiedenheit seines Armsessels entwickelt. Mit dem wahren Leben hat das nicht das Geringste zu tun. Ich möchte den Kerl, der das geschrieben hat, mal in einem dritter Klasseabteil in der Untergrundbahn erleben und ihn dann nach den Lebensgeschichten aller Mitreisenden fragen. Ich wette 1000 zu 1, dass er es nicht schafft. Sie würden Ihr Geld verlieren. Und was den Artikel angeht, den habe ich geschrieben. Sie? Ich. Übrigens, der Tee ist ausgezeichnet, mein lieber Watson. Ja. Ich darf von mir behaupten, dass ich sowohl eine außergewöhnliche Begabung zur Beobachtung als auch zur Deduktion besitze. Die Theorie, die ich hier ausgeführt habe und die Ihnen so absurd erscheint, ist in Wahrheit ungemein praktisch. So praktisch, dass ich damit sogar meinen Lebensunterhalt verdiene. Ach, ja. Holmes, das führt mich zu einer Frage, die ich Ihnen schon lange einmal stellen wollte. Womit ich mein Geld verdiene? Genau. Nun ja, ich habe einen sehr eigenen Beruf. Ich gehe sogar davon aus, dass ich der Einzige in der ganzen Welt mit diesem Beruf bin. Ich würde mich als, beratender Detektiv bezeichnen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nur ein Privatdetektiv. Nein. Davon gibt es hier in London mindestens genauso viele wie Polizeidetektive. Ich bin derjenige, zu dem all diese Herren Detektive kommen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und ich zeige ihnen dann die richtige Spur. Üblicherweise legt man mir alle Beweise in einem Fall vor. Und mit Hilfe meines umfassenden Wissens hinsichtlich der Geschichte des Verbrechens bin ich dann in der Lage, Ihnen den rechten Weg zu weisen, um den Fall zu lösen. Ja, mein lieber Watson. Verbrechen haben nämlich eine starke Familienähnlichkeit, wissen Sie? Aha. Und wenn man die Einzelheiten von 1000 Untaten im Kopf hat, wäre es schon sehr merkwürdig, wenn man die 1001. Nicht aufklären könnte. Sie wollen mir wirklich erzählen, dass selbst die Polizei Sie um Hilfe bittet? Ja, Inspektor Lestrade zum Beispiel. Er ist ein sehr bekannter Detektiv von Scotland Yard, der mich regelmäßig aufsucht. Man liest oft über ihn in der Zeitung. Im Moment hat er sich ziemlich verstrickt bei einer Fälschungssache. Der Herr, der gestern hier war. Ach, die Leute, die Sie besuchen, sind also alles Detektive? Nein, nicht ausschließlich. Die meisten sind ganz normale Menschen, die irgendein Problem haben und sich von mir ein wenig Aufklärung erhoffen. Ich höre mir ihre Geschichte an, sie hören sich an, was ich dazu sage. Naja, und dann bekomme ich mein Honorar. Sie behaupten also allen Ernstes, dass Sie in der Lage sind, ein Problem zu lösen, an dem andere sich bereits die Zähne ausgebissen haben, obwohl diese Leute jedes Detail der betreffenden Angelegenheit kennen und das ohne den Raum zu verlassen? Naja, mein lieber Watson, ich will Ihnen das mal erklären. Ich verfüge diesbezüglich über eine gewisse Intuition. Ab und zu ist natürlich ein Fall dabei, der ein bisschen komplexer ist. Dann muss ich zum Ort des Geschehens und mir die Dinge mit eigenen Augen ansehen. Da sehen Sie. Wissen Sie, ich verfüge über eine ganze Menge Spezialwissen, das ich bei den diversesten Problemen einsetzen kann und das mir die Sache ungemein erleichtert. Die Regeln der Deduktion, die ich in diesem Artikel dargelegt habe und die Ihren Zorn heraufbeschworen haben, sind für mich in der praktischen Arbeit von unschätzbarem Wert. Das Beobachten ist meine zweite Natur. Erinnern Sie sich, wie überrascht Sie waren, als ich Ihnen bei unserer ersten Begegnung sagte, dass Sie in Afghanistan waren? Ja, Holmes, ich bin sicher, irgendjemand hat es Ihnen erzählt. Nein, keineswegs. Ich wusste einfach, dass Sie in Afghanistan waren.
Diese Gedankengänge sind für mich schon so selbstverständlich geworden, dass ich zu dieser Erkenntnis gelangt bin, ohne mir über ihre Zwischenschritte bewusst zu sein. Aber natürlich hat es diese Zwischenschritte gegeben. Aha, und die wären, Holmes? Sie sehen wie ein Mediziner aus, kommen mit einem Mediziner zu mir und werden mir als Doktor vorgestellt. Gleichzeitig umgibt sie aber auch etwas Militärisches, also ein Militärarzt. Dass sie vor nicht langer Zeit aus den Truppen gekommen sind, verrät ihre dunkle Gesichtsfarbe. Und dass dies wiederum nicht ihre natürliche Hautfarbe ist, sehe ich an ihren Handgelenken, die sehr hell sind. Mhm. Ja, man sieht ihnen an, dass sie einige Härten und Krankheiten erlebt haben. Zum Beispiel ihr abgezehrtes Gesicht spricht Bände. Tut mir leid. Ihr linker Arm wurde verletzt. Sie bewegen ihn in einer sehr unnatürlichen, steifen Weise, das muss ich sagen. Ja, das stimmt. Also stellte ich mir die Frage, welches tropische Land zurzeit für einen englischen Militärarzt die Gefahr von Mühsal und Verletzung birgt. Als Antwort kommt nur Afghanistan in Frage. Tja, erstaunlich, erstaunlich. Aber Ihre Erklärung ist natürlich einleuchtend. Wissen Sie was? Irgendwie erinnern Sie mich an eine Figur von Edgar Allan Poe. Kennen Sie seine Auguste Dupin-Geschichte? Aber natürlich. Ich hätte nie gedacht, dass es solche Menschen außerhalb der Literatur wirklich gibt. Ich vermute, Sie glauben, dass Sie mir ein Kompliment machen, wenn Sie mich mit diesem Dupin vergleichen. In gewisser Weise ja. Meiner Meinung nach ist dieser Dupin ein sehr minderwertiger Knabe. Dieser Trick, wie er anscheinend die Gedanken seines Freundes liest, ist ziemlich oberflächlich und sensationslüstern. Naja, sicherlich hat er eine gewisse analytische Begabung, aber so ein großes Phänomen, wie Poe aus ihm macht, ist er keinesfalls. Kennen Sie die Werke von Gaboriau? Bei ihm gibt es auch einen Detektiv, der Ihnen nicht unähnlich ist. Ja, ich weiß, Monsieur Lecoq. Genau. Entspricht er eher Ihrer Vorstellung von einem Detektiv? Lecoq ist ein Stümper. Nun. Das Einzige, das für ihn spricht, ist seine Energie. Die Lektüre hat mich wirklich krank gemacht. Wie er versucht, einen unbekannten Gefangenen zu identifizieren, ich hätte das ohne jegliches Problem in 24 Stunden geschafft. Lecoq braucht dafür 6 Monate. Diese Literatur eignet sich allenfalls für Detektive, die lernen wollen, welche Fehler man bei der Arbeit auf jeden Fall vermeiden sollte. Ach, wie mir scheint, sind Sie zu einem nicht gerade geringen Maße von sich eingenommen, Holmes. Naja, im Gegensatz zu anderen bin ich mir lediglich über meine Fähigkeiten im Klaren, Watson. Allerdings empfinde ich es als ausgesprochen schmerzlich, dass Sie so selten wirklich zum Einsatz kommen. Es gibt heutzutage einfach keine richtigen Verbrechen und keine richtigen Verbrecher mehr. Holmes. Ja, was nutzt einem Verstand in diesem Beruf, wenn ihn keiner benötigt? Ich weiß genau, dass ich das Zeug dazu habe, berühmt zu werden. Ja, es gibt niemanden, ob tot oder lebendig, der so viele Studien betrieben hat und über so viel natürliches Talent für die Aufklärung von Verbrechen verfügt wie ich. Das muss mal gesagt sein. Und was habe ich davon? Es gibt kein Verbrechen, das aufzulösen wäre. Abgesehen von irgendwelchen stümperhaften Übeltaten, bei denen die Motive so offenkundig sind, dass sie sogar ein Inspektor von Scotland Yard durchschauen kann. Nun ja. Ja, ich frage mich, wo Mrs. Hudson mit meinem Frühstück bleibt? Ja, vielleicht ist ihr ein Schwätzchen auf der Straße mit einer Nachbarin dazwischen gekommen. Ja, das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Ach, zum Glück. Einen Augenblick lang wäre ich Ihnen beinahe auf den Leim gegangen, Holmes. Aber Sie können eben doch nicht hell sehen. Naja, das habe ich auch nie behauptet. Ich kann nur mehr sehen als andere. Ach, wirklich? Nun, Holmes, was halten Sie denn von einer Kostprobe Ihres Könnens? Da unten auf der Straße geht ein Mann, der irgendetwas sucht. Erzählen Sie mir noch mal etwas über ihn. Na gut. Ja. Da, der da. Ein Bote, der nach einer Adresse sucht. Also, das hätte ich auch noch herausgefunden. Sagen Sie mir etwas über ihn, das nicht jeder sehen kann. Es handelt sich ganz offensichtlich um einen ehemaligen Marineoffizier. Was? Niemals, niemals. Ein ehemaliger Offizier der königlichen Marine würde seine Kleidung niemals so vernachlässigen und so hemdsärmlich über die Straße gehen. Egal, womit er inzwischen sein Geld verdient. Und trotzdem ist es so. Ach, Sie tun bloß so sicher, weil Sie genau wissen, dass ich das niemals nachprüfen kann. Natürlich können Sie das. Ach, und wie?
Soll ich diesen Menschen vielleicht auf der Straße hinterherlaufen? Ach, endlich mein Frühstück. Das ist doch... Mr. Sherlock Holmes? Sind Sie Mr. Holmes? Nein, das ist Mr. Holmes. Mr. Holmes, ich habe hier einen Brief für Sie. Dankeschön. Moment. Hier. Das ist für Sie. Danke, Sir. Auf Wiedersehen. Warten Sie. Ja, Sir? Sagen Sie mir, guter Mann, was ist Ihr Beruf? Ich bin Bote, Sir. Entschuldigen Sie, aber meine Uniform ist gerade in der Ausbesserung. Und hatten Sie vielleicht mal einen anderen Beruf? Jawohl, Sir. Welchen? Ich war Sergeant in der Königlichen Marine, Sir. Und in der leichten Infanterie. Musste aus gesundheitlichen Gründen den Dienst quittieren. Das ist ja... Kann ich jetzt gehen, Sir? Ja, natürlich, Sir. Wie um alles in der Welt konnten Sie das wissen? Was wissen? Na, dass er ein ehemaliger Marineoffizier ist. Ich habe keine Zeit für solche Lappalien. Bitte? Entschuldigen Sie, ich habe es nicht so gemeint. Sie haben mich beim Denken gestört, da bin ich manchmal etwas widerborstig. Nun ja, aber in diesem Fall ist eine Störung vielleicht gar nicht so schlecht. Sie haben also wirklich nicht gesehen, dass dieser Mann ein Marineoffizier war? Nein, absolut nicht. Nun, wie erkläre ich Ihnen das? Also, solche Dinge zu sehen, ist für mich immer einfacher, als sie zu erklären. Das ist genauso, als würde man Sie bitten zu beweisen, dass 2 und 2 4 sind. Ist Ihnen nicht die Tätowierung auf seinem Handrücken aufgefallen? Ein blauer Anker? Nein. Ich habe die Tätowierung schon gesehen, als er nach unten auf der Straße stand. Offensichtlich also ein Mann, der in irgendeiner Weise dem Meer verbunden ist. Ja, und dann hatte er eine recht militärische Haltung und den typischen Backenbart, der bei Navy-Offizieren recht modern ist. Und außerdem machte er auf mich den Eindruck eines Mannes, der früher einmal Befehle gegeben hat, heute jedoch nur noch welche empfängt. Ein ehemaliger Marineoffizier also, der inzwischen dazu gezwungen ist, sich sein Brot mit einer untergeordneten Tätigkeit wie dem Botendienst zu verdienen. Das ist ja unglaublich, Holmes. Nein, keineswegs. Für mich ist das absolut gewöhnlich. Wenn Sie gestatten, werde ich jetzt allerdings unser kleines Gespräch unterbrechen. Scotland Yard verlangt nach mir. Ich wurde gebeten, mich sofort auf den Weg zu machen. Scotland Yard? Ja, ein Toter in der Brixton Road. Ein Toter? Mein Gott, das hört sich ja richtig spannend an. Wenn es Sie interessiert, können Sie gern mitkommen. Aber ich habe doch noch gar nicht gefrühstückt. Naja, mein Lieber, Sie müssen sich entscheiden, Doktor. Gefüllter Bauch oder Abenteuer? Also gut, Abenteuer. Was ist denn genau passiert? Ein Mord? Die Polizei tappt völlig im Dunkeln, was die Todesursache angeht. Man hat einen Leichnam in einem leerstehenden Haus gefunden. Ein Bettler? Allem Anschein nach nicht. Der Gentleman ist gut gekleidet. Ach, und wie ist er gestorben? Naja, genau das ist es, worüber sich die Herren von Scotland Yard den Kopf zerbrechen. Die Leiche weist keinerlei Wunden auf, aber am Tatort finden sich trotzdem Blutspuren. Man weiß schlicht und ergreifend nicht, wodurch der Mann zu Tode gekommen ist. Und Sie wissen es, Holmes? Nein, aber ich gedenke es herauszufinden. Der arme Lestrade. Jetzt muss er mich binnen einer Woche bereits zum zweiten Mal konsultieren, weil er nicht weiterkommt. Sagten Sie nicht, dieser Lestrade ist einer der besten Detektive beim Yard? Naja, das ist er auch. Er ist der Einäugige unter all den Blinden dort. Schnell und energisch, aber naja, viel zu konventionell. Ja, und Sie lösen seine Fälle. Nun ja, die schweren davon. Wie kommt es, dass man da nicht häufiger etwas über Sie liest? Weil die Herren von Scotland Yard peinlich darauf bedacht sind, die Lorbeeren selbst einzuheimsen. Aber das ist doch ungerecht. Warum helfen Sie ihm dann überhaupt? Aus Lust daran, meinen Denkapparat mit ein paar leichten Denkaufgaben zu schmieren. Und natürlich, weil ich mein Geld damit verdiene, Doktor. Und in diesem Fall hört sich die Sache sogar ziemlich interessant an.
Haben Sie denn schon eine Theorie? Es ist ein großer Fehler, Theorien aufzustellen, ehe man die Tatsachen und Indizien kennt. Man wird voreingenommen und versucht, die Beweise so zu verbiegen, dass sie zur Theorie passen, statt sie zu benutzen, um eine Theorie daraus zu entwickeln. Aha. Und warum müssen Sie eigentlich dahin fahren? Ich dachte, man trägt Ihnen die Fakten im Wohnzimmer vor. Und Sie sagen dann, was passiert ist. In einem Fall, in dem Scotland Yard nicht einmal in der Lage ist, die Todesursache festzustellen, ist es höchst empfehlenswert, sich selbst ein Bild vom Tatort zu machen. Man kann sich nie sicher sein, was die Herren dort alles übersehen haben. Das Haus in der Brixton Road, Ecke Lauriston Gardens, blickte bedrohlich nieder auf die Polizisten und Schaulustigen, die sich dort gesammelt hatten. Holmes ließ den Kutscher etwa 100 Yards vom Haus entfernt anhalten. Statt sofort in das Haus zu stürmen und sich beim Detektiv von Scotland Yard zu melden, wie ich es erwartet hatte, ging Holmes in aller Seelenruhe mit nach unten geneigtem Kopf die Straße entlang, als habe er etwas verloren. Er betrachtete zuerst den Bordstein, dann den Himmel, die gegenüberliegenden Häuser, den Zaun, und man hätte meinen können, es handle sich um einen gemütlichen Sonntagsspaziergang, wäre an diesem Ort nicht in der Nacht zuvor ein Mensch zu Tode gekommen. Auch nachdem wir das Gartentor passiert hatten, zeigte Holmes keinerlei Interesse, den lehmigen Weg zum Haus schnell hinter sich zu bringen. Er betrachtete die Vielzahl von Fußabdrücken, die sich im Matsch des Weges abzeichneten. Allerdings war es mir ein Rätsel, wie er hoffte, daraus irgendetwas ablesen zu können, da bereits unzählige Polizisten diesen Weg hin und her marschiert waren. Als wir es endlich bis zur Haustür geschafft hatten, begrüßte uns ein großer Mann mit Notizbuch, dessen bleiches Gesicht und Flachshaar ich bereits mehrfach in der Baker Street gesehen hatte. Sehr freundlich, dass Sie gekommen sind, Mr. Holmes. Ich bin wirklich ratlos. Ruhig Blut, Inspektor. Darf ich Ihnen meinen Wohnungsgenossen Dr. Watson vorstellen? Sie haben sich sicherlich schon einmal kurz in der Baker Street gesehen. Guten Tag, Herr Inspektor. Ja, ich erinnere mich. Guten Tag, Doktor. Ihr Einverständnis voraussetzend habe ich ihn mitgebracht. Die Sache interessiert ihn. Natürlich. Ich habe für Sie alles weitgehend unberührt gelassen, Mr. Holmes. Aber leider nicht den Weg, der zum Haus führt. Sieht ja so aus, als sei eine Herde Büffel dort entlang getrampelt. Ja, ich hatte meinen Leuten gesagt, dass sie aufpassen sollen. Aber Sie wissen ja, wie diese Sergeants sind. Sie sollten Ihren Leuten vielleicht bei Gelegenheit erklären, dass diese Unachtsamkeit darüber entscheiden kann, ob man einen Verbrecher zu fassen kriegt oder nicht. Das werde ich tun, natürlich. Sind Sie eigentlich mit einer Kutsche an diesen Tatort gekommen, Inspektor? Nein. Oder sind Ihre Männer mit einer Kutsche hier angekommen? Nein, Mr. Holmes. Hätten wir eine Kutsche benutzen sollen? Nein. Das war nur so eine Frage. Ja, wollen Sie mir dann vielleicht folgen? Das Vorderzimmer ist hier. Bitte sehr. Was für ein düsterer Ort. Die Fenster sind schmutzig. In dem Haus hier hat seit Jahren keiner mehr gewohnt. Völlig vernachlässigt. Achtung, fallen Sie nicht. Hier liegt er. Sehen Sie sich nur diese Gesichtszüge und die verrenkten Gliedmaßen an. Der arme Kerl. Er muss einen fürchterlichen Todeskampf durchgemacht haben. Wenn wir nur wüssten, wodurch dieser Todeskampf ausgelöst wurde, Doktor. Sie sind sich also sicher, dass es keine Wunde gibt, trotz all dieser Blutspritzer hier? Ganz sicher. Wir haben ihn genau untersucht. Er hat zwar einige blaue Flecken, aber keine Wunde. Und dabei haben Sie ihn nicht bewegt? Nur so viel wie nötig. Dann haben wir ihn wieder genauso hingelegt. Soll ich Ihnen eine Lampe für die Untersuchung bringen lassen, Mr. Holmes? Nein, danke, das geht schon so, danke. Wenn es keine Wunde gibt, muss das Blut einer zweiten Person gehören. Vermutlich dem Mörder, falls ein Mord stattgefunden hat. Also, das erinnert mich an die Umstände, die man beim Tod eines gewissen Van Jansen in Utrecht 1834 vorgefunden hat. Kennen Sie den Fall, Inspektor? Nein, bedauerlicherweise nicht. Sie sollten ihn nachschlagen. Also, das sollten Sie wirklich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles ist schon einmal da gewesen. Haben Sie einen Hinweis auf seine Identität gefunden? Ein kleines Etui mit den Visitenkarten eines Enoch J. Drebber aus Cleveland. Die Initialen in der Wäsche EJD entsprechen dem.
Also können wir wohl davon ausgehen, dass wir hier Mr. Drebber vor uns haben. Ausgerechnet ein Ausländer. Das macht die Sache fürchterlich kompliziert. Sie können sich diesen Papierkram kaum vorstellen, der dann noch auf mich zukommen wird. Haben Sie sonst noch was bei ihm gefunden? Eine goldene Uhr von Barrault aus London. Mit einer goldenen Uhrkette. Eine goldene Krawattennadel mit Rubinen verziert. Keine Geldbörse, aber 7 £13 stecken in seiner Tasche. Ein Raubmord dürfte also eher unwahrscheinlich sein, sonst hätte der Täter die Sachen mitgenommen. Ist das alles? Noch eine Taschenbuchausgabe von Boccaccios Decamerone mit dem Namen Joseph Strangerson im Umschlag und 2 Briefe. Der eine adressiert an E.J. Drebber, der andere an Joseph Strangerson. An welche Anschrift sind die Briefe adressiert? American Express London. Wird abgeholt. Beide Briefe sind von der Guyenne Dampfschiffgesellschaft und enthalten Informationen über die Abfahrt eines Schiffs aus Liverpool. Dieser unglückliche Mann stand offensichtlich gerade im Begriff, nach Amerika zurückzukehren. Haben Sie schon nach Cleveland telegrafiert? Heute Morgen. Und was genau haben Sie gefragt? Ich habe die Umstände beschrieben und darum gebeten, dass man mir Informationen zukommen lässt, die uns in dieser Angelegenheit weiterhelfen können. Haben Sie irgendetwas Konkretes gefragt? Na ja, natürlich habe ich nach diesem Strangerson gefragt. Es ist wohl klar, dass er unser Verdächtiger Nummer 1 ist. Sonst nichts? Nein, was hätte ich denn sonst fragen sollen? Schon gut. Sie können die Leiche übrigens abtransportieren lassen, wenn Sie möchten. Sergeant! Ja, Sir? Holen Sie einen Kollegen und bringen Sie die Leiche ins Schauhaus. Jawohl, Sir. Sie gestatten, dass ich mich ein wenig umsehe, Inspektor? Aber natürlich, Mr. Holmes. Dafür sind Sie ja hier. Sie benutzen ein Vergrößerungsglas, Holmes? Was ist daran auszusetzen? Manche Spuren sind so klein, dass man sich mit solchen Mitteln behelfen muss, wenn man das Rätsel lösen will. Es gibt allerdings auch Spuren, die groß genug sind, um sie ohne Vergrößerungsglas erkennen zu können. Ist Ihnen schon diese Schrift hier hinten an der Wand aufgefallen, verehrter Herr Inspektor? Schrift an der Wand? Wo? Nehmen Sie die Kerze auf dem Kamin zur Hilfe, dann sehen Sie besser. Gott, wie konnten wir das übersehen? Der Raum ist dunkel, Inspektor. Und dann ist die Schrift ja auch halb von der abgelösten Tapete verdeckt. Trotzdem, sowas darf uns einfach nicht passieren. Wie stehen wir denn jetzt vor Ihnen da, Mr. Holmes? Wie die letzten Idioten. Ich bitte Sie, Inspektor. Hier steht Rache. Ganz offensichtlich wurde dieses Wort mit Blut geschrieben. Nun, immerhin scheidet damit wohl Selbstmord als Todesursache aus. Aber warum ist das Wort so merkwürdig geschrieben, dass man es kaum lesen kann? Es handelt sich um deutsche Frakturschrift. Deutsch? Also war der Mörder ein Deutscher? Herr Inspektor, dürfen wir? Ja, ja, nehmen Sie ihn schon mit. Inspektor, da ist etwas runtergefallen. Das habe ich selbst gehört. Was ist es? Ein Ring, Herr Inspektor. Geben Sie her. Können wir jetzt? Ja, ja, raus mit Ihnen. Das ist der Ehering einer Frau. Schauen Sie, Mr. Holmes. In der Tat. Also ist eine Frau hier gewesen. Mein Gott, als wäre diese Sache nicht ohnehin schon kompliziert genug. Sind Sie sich sicher, dass der Ring die Dinge nicht eher vereinfacht? Wieso? Sie meinen, der Mörder war eine Mörderin? Eine Deutsche? Nein, ganz so einfach ist es nicht, Inspektor. Sagen Sie, wer hat eigentlich den Toten gefunden? Und wann? Einer unserer Männer, Constable Rance. Er hat heute Nacht seinen normalen Rundgang auf der Straße gemacht. Und als er hier im Haus Licht sah, dachte er, dass etwas nicht in Ordnung ist. Natürlich wusste er, dass das Haus leer steht. Wie jeder hier in der Gegend. Er ist zum Haus gegangen, fand die Tür offen vor und im Vorderzimmer dann den Leichnam dieses Gentleman. Das war gegen 2 Uhr heute Nacht. Wo ist dieser Constable Rance jetzt? Er ist gerade nicht im Dienst. Wo kann ich ihn finden? Warten Sie! Audley Court Nummer 46, Kennington Park Gate. Ich muss dem Constable einige Fragen stellen. Wollen Sie mich begleiten, Doktor? Natürlich, sehr gern. Ach, und Inspektor? Ja? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen bereits jetzt ein paar Dinge mitteilen, die Ihnen bei der Lösung dieses Falls vielleicht helfen könnten. Aber natürlich möchte ich. Dieser Mann ist mit Sicherheit ermordet worden. Und sein Mörder ist ein Mann. Er ist über 6 Fuß groß, ist in den besten Jahren, hat für seine Größe verhältnismäßig kleine Füße, trägt grobe Stiefel, die vorne eckig statt rund sind und raucht Trichinopoly-Zigarren. Die Fingernägel seiner rechten Hand sind bemerkenswert lang
Und er ist zusammen mit seinem Opfer hier angekommen in einer vierrädrigen Kutsche, die von einem Pferd gezogen wurde, das vorne rechts frisch beschlagen ist. Naja, das sind zwar nur ein paar Hinweise, aber ich hoffe, Sie werden Ihnen weiterhelfen. Ja, natürlich. Sie sagen, es war Mord. Wie ist er denn ermordet worden? Mit Gift. Ach, und noch etwas, Lestrade. Lassen Sie das mit der Suche nach einem Deutschen. Aber warum? Sie sagten doch selbst... Vertrauen Sie mir einfach. Kommen Sie, Doktor. Auf zu Constable Rance. Was? Ja, natürlich. Vorher müsste ich allerdings noch ein Telegramm aufgeben, wenn Sie gestatten. Ich gestatte. Also, Holmes, Sie erstaunen mich zutiefst. Verbindlichsten Dank. Obwohl ich mir sicher bin, dass Sie sich bei den Details, die Sie dem Inspektor gegeben haben, nicht ganz so sicher sind, wie Sie getan haben. Oh doch, natürlich. Da gibt es keinerlei Raum für Zweifel. Aber woher wollen Sie das denn alles wissen? Sie erinnern sich, dass ich mir die Straße und den Weg, der zum Haus führt, sehr genau angesehen habe, bevor wir hineingegangen sind. Ja. Durch diese sorgfältige Untersuchung konnte ich feststellen, dass ich auf der Straße direkt vor dem Haus die relativ frische Spur einer vierrädrigen Kutsche befand. Ebenso wie die Spuren der Hufe des dazugehörigen Pferdes. Wobei sich die Spuren eines Hufs deutlicher abzeichneten als die der anderen, das auf ein neues und drei alte Hufeisen schließen lässt. Da weder Lestrade noch seine Leute mit einer Kutsche zum Tatort gekommen sind und es wenig Gründe geben sollte, warum eine Kutsche in jüngerer Vergangenheit direkt vor einem leerstehenden Haus gehalten haben sollte, liegt der Schluss nahe, dass der Mörder sie benutzt hat. Oder das Opfer. Was in diesem Fall identisch ist, da beide mit dieser Kutsche gekommen sind. Ja, das wiederum kann man aus den Fußabdrücken auf dem Weg zum Haus lesen. Zugegebenermaßen allerdings nur mit ein wenig Übung bei dem Schlachtfeld, das Lestrades Büffelherde hinterlassen hat. Neben den wenig modischen Schuhen des Inspektors, den Stiefeln des Sergeants und zweier Constables, die zum Glück den polizeilichen Uniformregeln unterliegen und daher leicht zu erkennen sind, waren dort noch die Abdrücke von zwei weiteren Männern, die sehr eng beieinander ins Haus gegangen sind. Diesen Fußabdrücken kann man entnehmen, dass der Mörder eckige Stiefel trägt, da die zweite Fußspur unzweifelhaft den etwas feineren Schuhen von Mr. Drabber zuzuordnen ist. Ja, das ist einleuchtend, Holmes. Aber woher wollen Sie wissen, wie groß der Mörder ist? Mein lieber Watson, die Größe eines Menschen kann man an der Länge seiner Schritte ablesen. Nicht wahr? Deren kraftvolle, bestimmte Art mir übrigens auch verraten hat, dass unser Mann nicht gerade alt und schwächlich ist. Abgesehen davon, wenn man etwas an die Wand schreibt, dann tut man es natürlich in Augenhöhe. Auch das ein deutlicher Hinweis auf seine Körpergröße. Aber bei den langen Fingernägeln und der Trichinopoli-Zigarre haben Sie ein wenig geschummelt, oder? Nein, keineswegs. Die Schrift an der Wand stammt von einem Finger, der in Blut getaucht wurde. Mit der Lupe konnte ich sehen, dass sich im Putz kleinere Kratzer befanden, die dem Duktus der Schrift entsprachen. Also hatte der Mann lange Fingernägel. Zumindest an der Hand, mit der er geschrieben hat. Und was die Zigarre angeht, am Boden lag ein bisschen Asche. Ja, Holmes, die kann doch, wer weiß, woher stammen. Sie war nicht nur frisch, sondern auch dunkel und flockig. Nur eine Trichinopoli wird zu so einer Asche. Ich habe spezielle Untersuchungen zum Thema Zigarrenasche unternommen. Offen gesprochen habe ich sogar eine Monographie darüber verfasst. Und ich schmeichle mir nicht, wenn ich behaupte, dass ich anhand der Asche jede handelsübliche Zigarre und jeden Tabak erkennen kann. Naja, das sind eben die kleinen Unterschiede, durch die sich ein geschickter Detektiv von Detektiven wie Lestrade unterscheidet. Unglaublich, unglaublich, Holmes. Aber ich glaube, ich sollte Ihnen jetzt besser nichts mehr sagen, Doktor. Sie wissen ja, ein Zauberer wird nicht mehr bewundert, wenn man weiß, wie seine Tricks funktionieren. Und wenn ich Ihnen zu viel von meiner Arbeitsweise verrate, kommen Sie am Ende noch zu dem Schluss, dass ich ein ganz gewöhnliches Individuum bin. Also zu diesem Schluss werde ich niemals kommen.
Das garantiere ich Ihnen. Ich habe meinen Bericht auch schon im Revier abgegeben. Ja, sicher, Constable. Aber wir dachten, es wäre besser, ihn aus Ihrem eigenen Mund zu hören. Das wäre uns auch durchaus etwas wert. Sagen wir einen Sovereign? Ein Sovereign? Oh, das ist natürlich was anderes. Was möchten Sie wissen? Erzählen Sie uns einfach die ganze Geschichte, so wie Sie sie erlebt haben. Von Anfang an? Ja, von Anfang an. Also gut. Ja, mein Dienst geht von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Um 11 gab es eine Prügelei im White Hart, aber davon abgesehen war es eigentlich ganz ruhig. Um 1 habe ich Harry Mercer getroffen. Der geht die Runde am Holland Grove. Wir standen an der Ecke Henrietta Street und quatschten ein bisschen. Ja, und dann so um 2 oder ein bisschen später dachte ich mir, ich sollte vielleicht nochmal bei der Brixton Road nach dem Rechten schauen. Keine Menschenseele habe ich auf dem ganzen Weg getroffen. Nur ein oder zwei Kutschen sind an mir vorbeigefahren. Ich ging so die Straße entlang und dachte gerade, was für eine ziemlich gute Idee jetzt so ein heißer Grog wäre, als mir plötzlich ein Lichtschimmer in dem besagten Haus Ecke Lauriston Gardens ins Auge fiel. Ich wusste ja, dass dieses Haus leer steht, weil der Besitzer nichts an den Abflüssen macht und das, obwohl der letzte Mieter dort am Typhus gestorben ist. Ein unhaltbarer Zustand. Sind denn die zuständigen Behörden darüber informiert? Keine Ahnung, Sir. Hier in der Gegend ist es auf jeden Fall alle. Ja, und wie ging es dann weiter? Naja, ich war natürlich ganz schön erstaunt, dass ich da im Haus Licht sah. Also dachte ich mir, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Darum ging ich zur Tür. Einen Moment. Erst haben Sie angehalten und sind noch einmal zum Gartentor zurückgegangen. Warum haben Sie das gemacht? Das stimmt. Woher zum Teufel wissen Sie das? Das ist nicht so wichtig. Sagen Sie mir einfach, warum Sie noch einmal zurückgegangen sind. Naja, es war alles so still und einsam, dass ich mir dachte, es wäre vielleicht eine ganz gute Idee, wenn ich jemanden fände, der mit mir zusammen da reingeht. Nicht, dass ich vor irgendwas auf dieser Seite des Grabes Angst hätte. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es ja der Geist von dem, der da an Typhus gestorben ist. Und der kommt jetzt zurück und guckt sich die Abflüsse an, die ihn umgebracht haben. Darum bin ich zurück zum Tor gegangen, um zu schauen, ob ich vielleicht irgendwo Merchers Laterne entdecke. Aber es war weder von ihm was zu sehen, noch von irgendjemandem sonst. Es war niemand auf der Straße? Keine Menschenseele, nicht mal ein Hund. Also habe ich mich zusammengerissen und bin wieder zum Haus gegangen. Als ich genauer hinguckte, habe ich gesehen, dass die Tür ein Spalt offen steht und das Schloss kaputt ist. Drinnen war alles still. Darum bin ich in den Raum gegangen, wo das Licht brannte. Auf dem Kamin flackerte eine Kerze. Mit dem Kerzenlicht habe ich es dann gesehen. Ja, ich weiß, was Sie gesehen haben. Sie sind ein paar Mal in dem Zimmer herumgegangen und dann haben Sie sich neben der Leiche hingekniet. Dann sind Sie noch ein paar Mal durch den Raum gegangen. Wer sind Sie? Wo haben Sie sich versteckt, dass Sie das alles gesehen haben? Hören Sie, für mich sieht es so aus, als wüssten Sie eine ganze Menge mehr, als Sie sollten. Bevor Sie mich für den Mord verhaften, hier ist meine Karte. Ich bin mir sicher, Inspektor Lestrade wird mir ein erstklassiges Leumundszeugnis geben. Ich bin einer der Jagdhunde, Constable, nicht der Wolf. Also bitte, bitte, erzählen Sie weiter. Ich bin zum Tor zurückgegangen und habe auf meiner Pfeife geblasen. Das brachte Mercer und noch zwei andere dazu, zu mir zu kommen. War die Straße zu diesem Zeitpunkt leer? Ja, bis auf so einen besoffenen Kerl, mit dem eh nichts anzufangen war. Ich habe schon viele Besoffene gesehen, aber dieser Kerl war wirklich vollkommen dicht. Er stand da am Tor, als ich rauskam, hielt sich am Zaun fest und grölte so ein Sauflied. Der konnte kaum noch selber stehen, geschweige denn uns helfen. Können Sie den Mann beschreiben? Ja, jetzt, wo ich so darüber nachdenke, eigentlich ein ziemlich untypischer Kerl. Für einen Besoffenen, meine ich. Wenn wir nicht so viel zu tun gehabt hätten, wäre der auf jeden Fall auf dem Revier gelandet. Seine Gestalt, seine Kleidung... Ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen? Klar. Schließlich mussten Mercer und ich ihn ja stützen, um ihn vom Gartentor wegzukriegen. Es war ein ziemlich langer Kerl mit einem roten Gesicht. Aber der untere Teil davon, der war vermummt. Das fiel mir sofort auf. Ich hoffe, das wird reichen. Was ist dann aus ihm geworden? Keine Ahnung. Wir hatten genug zu tun. Er wird schon allein nach Hause gefunden haben. Was hatte er an?
einen braunen Mantel. Hatte er eine Peitsche in der Hand? Eine Peitsche? Nein. Dann muss er sie irgendwo zurückgelassen haben. Sie haben danach nicht zufällig eine Kutsche gesehen oder gehört? Nein. Hier ist Ihr Sovereign. Ach, danke schön. Übrigens fürchte ich, dass Sie nie über den Streifendienst hinauskommen werden, Constable. Wieso? Sie sollten Ihren Kopf auch mal gebrauchen und ihn nicht nur zur Zierde mit sich herumtragen. Was? Letzte Nacht hätten Sie sich Ihre Sergeant-Streifen verdienen können. Der Mann, den Sie da hatten, ist der Schlüssel für das gesamte Geheimnis dieses Falls. Er ist derjenige, den wir jetzt suchen müssen. Aber woher wollen Sie denn wissen, dass dieser Kerl... Es macht keinen Sinn, jetzt darüber zu diskutieren. Ich sage Ihnen, dass es so ist. So, kommen Sie, Doktor. Auf Wiedersehen, Constable. Dieser Idiot von einem Stümper. Beruhigen Sie sich doch, Holmes. Ach, allein daran zu denken, dass einem so ein unvergleichliches Stück Glück begegnet und es nicht zu nutzen. Also für mich bleibt das alles noch ziemlich im Dunkeln. Wenn der Betrunkene der Mörder ist, warum sollte er dann zu dem Haus zurückkommen, nachdem er es verlassen hat? So benimmt sich doch kein Verbrecher. Der Ring, Mann, der Ring. Deswegen ist er zurückgekommen. Er hat ihn verloren. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er diesen Verlust bemerkt hat, wenn er so betrunken war, wie der Constable sagt. Ach, Sie sind zu vertrauensselig, Doktor. Ja, ich muss es sagen. Der Mann war nicht betrunken. Er hat nur so getan, um sich dem Tatort ungestraft nähern zu können. Aha. Also gut, wenn wir ihn nicht auf andere Weise bekommen, müssen wir unsere Angel mit dem Ring als Köder versehen. Ich kriege ihn, Doktor. Ich wette mit Ihnen 2-1, dass ich ihn kriege. Da bin ich aber mal gespannt, Holmes. Tja, wer hätte das gedacht? Es scheint also doch noch ein paar anspruchsvolle Verbrechen zu geben. Und das hier ist eines davon. Wir sollten dem Fall einen Namen geben. Finden Sie nicht, Doktor? Was halten Sie von einer Studie in Scharlachrot? Studie in Scharlachrot? Wegen der Blutschrift an der Wand? Also, ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen zu reißerisch. Ach was, Sie sind doch ein Freund der Literatur. Ihrem verehrten Mr. Poe hätte dieser Titel bestimmt hervorragend gefallen. Der scharlachrote Faden des Mordes, der sich durch das farblose Knäuel des Lebens zieht. Und unsere Pflicht ist es, dieses Knäuel zu entwirren, den Faden zu finden. Und jeden Inch davon bloßzulegen. Ja, und jetzt wäre es wohl langsam an der Zeit für einen kleinen Lunch. In diesem Punkt, da stimme ich Ihnen uneingeschränkt zu. Nicht wahr? Ja, also wenn ich nicht bald was zu essen bekomme, werde ich zu einem missgelaunten Ungeheuer. Oh, nur das nicht. Nach dem ausgefallenen Frühstück war der Lunch, den Mrs. Hudson für uns richtete, eine wahre Wohltat für meine durch die Entbehrungen der zurückliegenden Monate noch immer stark geschwächte Gesundheit. Nach dem Essen verließ Holmes plötzlich das Haus und ließ mich zurück mit einer Vielzahl unbeantworteter Fragen über den Tod des armen Enoch Trevor. Ich machte es mir auf dem Sofa bequem und während ich versuchte, die Ereignisse des Vormittags vor meinem geistigen Auge Revue passieren zu lassen und Holmes unglaubliche Schlussfolgerungen noch einmal nachzuvollziehen, überbannte mich der Schlaf.
Ich erwachte erst kurz vor 8 am Abend, als Holmes zurückkehrte. Holmes, wie spät ist es denn? Kurz vor 8, Doktor. Wie denn kurz vor 8? Mein Gott, da habe ich ja den ganzen Tag verschlafen. Und Sie kommen jetzt erst zurück? In der Tat. Wo waren Sie denn die ganze Zeit? Ich hatte ein paar Dinge zu erledigen. Haben Sie den Fall am Ende schon gelöst? Naja, so gut wie. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Haben Sie irgendeine Waffe, Doktor? Eine Waffe? Ja, ja, meinen Armeerevolver. Tja, gute Güte, Holmes, was haben Sie denn vor? Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Holen Sie ihn doch bitte. Wären Sie vielleicht so freundlich, mir zu erklären, was das Ganze soll? Werfen Sie doch bitte einen Blick in die Abendzeitung. Ja. Schauen Sie unter Anzeigen. Ja, was steht in der Anzeige? In der Brixton Road wurde heute Morgen auf der Straße zwischen der White Hart Tavern und dem Holland Grove ein einfacher goldener Ehering gefunden. Anfragen an Dr. Watson, Baker Street, zwischen 8 und 9 Uhr heute Abend. Also, was hat denn das zu bedeuten, Holmes? Ich habe die Anzeige aufgegeben. Ich sagte Ihnen doch, mit dem Ring haben wir einen geeigneten Köder für unseren Mann. Ja, entschuldigen Sie, dass ich Ihren Namen benutzt habe. Wenn ich meinen eigenen unter die Anzeige gesetzt hätte, hätte vielleicht irgendjemand Verdacht geschöpft. Der Name Holmes ist zwar bisher nur einem eher kleinen Publikum bekannt, aber Sie wissen schon, nein, sicher ist sicher. Ja, das ist schon in Ordnung. Aber was passiert, wenn wirklich jemand herkommt? Ich habe doch gar keinen Ring. Oh doch, Sie haben einen. Hier. Holmes, haben Sie dem Inspektor etwa diesen Ring gestohlen? Aber nein, Doktor, es ist nur ein Faksimile. Aber ist es nicht viel zu gefährlich, für den Kerl wegen des Rings hierher zu kommen? In den Zeitungen stehen noch keine Berichte über den Brixton Road-Fall. Deshalb weiß er nicht, dass die Polizei den Ring am Tatort gefunden hat. Darüber hinaus bin ich mir sicher, dass er ihn um jeden Preis wiederhaben will. Sonst wäre er niemals das enorme Risiko eingegangen, gestern Nacht nochmals zu dem Haus zurückzukehren. Und wozu dann der Revolver? Naja, man kann die wissen. Na also, Doktor, es geht los. Herein! Wer von Ihnen ist Dr. Watson? Das bin ich. Mit wem habe ich die Ehre? Ob's eine Ehre ist, weiß ich nicht. Ich heiße Sawyer. Sie haben eine Anzeige aufgegeben wegen dem Ring. Das ist richtig, Madam. Der Ring gehört meiner Tochter Sally. Die war gestern aus, im Zirkus. Und da hat sie ihn verloren. Ich weiß nicht, was ihr Mann dazu sagt, wenn er nach Hause kommt und der Ehering ist weg. Der arbeitet nämlich auf dem Schiff bei der Union Line. Und er hat sehr wenig Geduld. Und ganz besonders, wenn er getrunken hat. Da kriegt das arme Kind richtig Ärger. Und das können die Herren doch unmöglich wollen. Auf keinen Fall. Ist das hier der Ring Ihrer Tochter? Gott sei Dank, das ist der Ring. Ich erkenne ihn genau. Sally wird sehr glücklich sein. Darf ich nach Ihrer Adresse fragen, Madame? Duncan Street, Nummer 13, Houndsditch. Interessant. Mir ist kein Zirkus bekannt, zu dem man von Houndsditch aus über die Brixton Road gelangen würde. Sie haben mich ja auch nach meiner Adresse gefragt. Sally wohnt Mayfield Place, Nummer 3, in Peckham. Ihr Nachname ist Dennis, weil sie ja schließlich mit Tom Dennis verheiratet ist. Ja, ich verstehe, verstehe. Vielen Dank, Mrs. Sawyer. Hier ist der Ring. Er gehört ja ganz offensichtlich Ihrer Tochter. Ich freue mich, dass er zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückfindet. Vielen Dank, Sir. Ja, und dann will ich die Herren auch nicht länger stören. Auf Wiedersehen. Warum haben Sie ihr den Ring gegeben? Es war doch ganz klar, dass er ihr nicht gehört. Später, Doktor. Los, hinterher. Was, Holmes? So warten Sie doch.
sagen Sie, Holmes, Sie wollen mir doch nicht wohl erzählen, dass das der Mörder von Mr. Trevor gewesen ist? Nein, natürlich nicht. Sie ist seine Komplizin. Ein schlauer Bursche. Er hat gerochen, dass es eine Falle war. Verdammt. Ja, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber ich hätte es wissen müssen. Dann folgen wir ihr doch einfach nach Houndsditch. In Houndsditch gibt es keine Duncan Street, Doktor. Die Adressen, die sie uns gegeben hat, waren ebenso falsch wie der Name dieser Frau. Und woher wollen Sie wissen, dass sie wirklich eine Komplizin unseres Mörders ist? Vielleicht war sie nur eine ganz gerissene Gaunerin, die die Anzeige gelesen hat und sich dachte, es wäre leicht verdientes Geld, wenn sie uns den Ring mit einer Lüge abluchst. Ich weiß es durch die Art ihres Verschwindens. Was war denn daran so ungewöhnlich? Nicht so wichtig, Doktor. Zum Glück sind noch nicht alle meine Mittel erschöpft. Ich verspreche Ihnen, dass ich den Kerl kriegen werde. Und es wird nicht mehr lange dauern. Naja, auf jeden Fall sind die Zeitungen heute Morgen voll von dieser Sache. Hier, Holmes, es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass die Tat von einem Deutschen begangen wurde. Was muss noch geschehen, damit die Regierung endlich eine striktere Überwachung von Ausländern in England einführt? Oder das hier. Wir freuen uns zu erfahren, dass der Fall den erfahrenen Händen von Mr. Lestrade von Scotland Yard anvertraut wurde, sodass mit einer baldigen Lösung des Falls zu rechnen sein dürfte. Ich sagte Ihnen doch, was auch immer geschieht, die Lorbeeren erntet Lestrade. Ja, das hängt doch wohl davon ab, wie die Sache ausgeht. Ich bitte Sie, davon hängt überhaupt nichts ab. Wenn der Mann gefasst wird, dann wegen Lestrades Bemühungen. Wenn er entkommen kann, dann trotz seiner Bemühungen. Was immer geschieht, man wird Lestrade dafür bewundern. Ja, wie denn? Erwarten Sie um diese Zeit schon Besuch? Eigentlich nicht. Es sei denn... Wiggins. Guten Morgen, Mr. Holmes, Sir. Und, seid ihr fündig geworden? Nein, Sir, leider noch nicht. Was willst du dann hier? Na ja, Sir... Ich dachte, ich heuer noch ein paar mehr Jungs an. Und? Na, die wollen halt auch Geld dafür haben. Ah, ich verstehe. Warte mal. So. Hier. Danke, Sir. Vergiss nicht, wenn ihr Erfolg habt, gibt's für jeden noch einen Schilling extra. Sag das deinen Kameraden. Ja, Sir. Und wenn du das nächste Mal hier kommst, will ich bessere Nachrichten hören. Hörst du? Jawohl, Sir. Was um alles in der Welt war denn das, Holmes? Das war der Chef meiner Baker Street Polizeitruppe. Ein Straßenjunge? Einer von diesen kleinen Bettlern leistet bessere Arbeit als ein ganzes Dutzend Polizisten vom Yard. Diese Jungs haben ihre Ohren überall. Man muss sie nur organisieren. Und Sie haben diese Jungs jetzt auf den Brixton-Fall angesetzt? Ja. Ja, es gibt da einen Punkt, den ich gerne klären würde. Und was wäre das? Schon wieder Besuch. Kann man denn nicht mal in Ruhe frühstücken, Holmes? Herein! Guten Morgen, Mr. Holmes. Dr. Watson. Guten Morgen. Guten Morgen, Inspektor. Was führt Sie zu uns? Noch dazu in so guter Laune. Der Fall macht Fortschritte. Wir haben herausgefunden, wo Mr. Drabber hier in London gewohnt hat. Ach, wirklich? Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Hut erinnern, der neben dem Toten lag. Sicherlich. Angefertigt von der Firma John Underwood & Sons, Camberwell Road 129, London. Ach, das haben Sie bemerkt? Natürlich. Und, sind Sie zu der Firma hingefahren? Nein. Aha. Aber ich habe einen von meinen Männern dorthin geschickt, um zu fragen, ob Sie vielleicht noch wissen, an wen Sie diesen Hut verkauft haben. Man sollte niemals eine Möglichkeit außer Acht lassen, egal wie klein sie auch sein mag. Für einen großen Geist ist nichts zu klein. Also, auf jeden Fall hatte man sich dort tatsächlich die Adresse von Mr. Drabber notiert. Pension Carpentier, Torquay Terrace. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Und weil ich dabei ohnehin durch die Baker Street musste, dachte ich, ich teile Ihnen diese gute Neuigkeit mit und frage Sie, ob Sie nicht mitkommen möchten. Gerne. Wir vom Yard finden nämlich auch mal was heraus, Mr. Holmes. Aber mein verehrter Herr Inspektor, wie könnte ich je daran zweifeln? Begleiten Sie uns, Doktor? Aber ich habe ja noch gar nicht zu Ende gefrühstückt. Tja, Sie wissen ja, Doktor, wenn das Abenteuer ruft... Ja, ja, wenn das Abenteuer ruft. Schon gut. Ich bin dabei.
Ich bin Inspektor Lestrade von Scotland Yard. Ich möchte mit dem Wirt dieser Pension reden. Die Pension wird von meiner Mutter geführt. Ich hole sie. Wollen Sie vielleicht hereinkommen? Danke. Vielleicht kann man uns hier ja auch etwas über diesen Strangerson sagen. Ihr Telegramm nach Amerika hat diesbezüglich nichts ergeben? Nichts. Hier sind die Herren, Mutter. Guten Tag. Guten Tag, Madam. Meine Tochter sagt, Sie sind von Scotland Yard. Das ist richtig, Madam. Sie haben doch sicherlich etwas von dem geheimnisvollen Tod Ihres Pensionsgastes, Mr. Enoch J. Drabbuck, gehört, nicht wahr? Ja, das habe ich. Es stand ja in allen Zeitungen. Können Sie uns etwas über ihn sagen? Er ist vorgestern Abend hier ausgezogen. Er wollte nach Liverpool reisen, um von dort ein Schiff nach Übersee zu nehmen. Wann genau war das? Um 8. Sein Sekretär hat gesagt, es gebe 2 Züge von Euston Station. Einen um 9.15 Uhr und einen um 11. Und er wollte den ersten erreichen. Sein Sekretär, wissen Sie seinen Namen? Natürlich. Mr. Joseph Strangerson. Aha. Sie wissen nicht zufällig, wo dieser Gentleman sich jetzt aufhält? Er ist zusammen mit Mr. Drabber hier ausgezogen und zum Bahnhof gefahren. Und das ist das Letzte, was Sie von den beiden gesehen haben? Ja. Sind Sie sich sicher, Madame, dass Sie diese Antwort nicht noch einmal überdenken sollten? Aber Mr. Holmes... Was meinen Sie? Ich meine, dass Sie in diesem Punkt nicht die Wahrheit sagen, Madame. Oh. Mutter! Schnell, schnell. Bringen Sie sich zum Sofa. Haben Sie Riechsalz im Haus? Nicht nötig. Es geht schon. Wollen Sie uns nicht die Wahrheit sagen, Madame? Bitte, Holmes, Sie sehen doch... Er hat recht, Mutter. Aus einer Lüge kann niemals etwas Gutes erwachsen. Ja, es ist wahr, meine Herren. Wir haben Mr. Drabber noch einmal gesehen. Möge Gott dir vergeben, mein Kind. Du bist die Mörderin deines Bruders. Moment, noch ein Mord? Ich denke, es war eher im übertragenen Sinne gemeint, Inspektor. Arthur würde wollen, dass wir Ihnen die Wahrheit sagen. Alles der Reihe nach, meine Damen. Was ist jetzt mit Mr. Drabber? Also gut, Inspektor. Ich werde Ihnen alles erzählen. Aber mein Sohn ist unschuldig, das müssen Sie mir glauben. Auch wenn es für Sie und den Rest der Welt vielleicht so aussehen mag, als ob er... Aber so etwas könnte er niemals tun. Er hat so einen guten Charakter. Und dann sein Beruf. Er ist bei der Navy. Das würde er doch nicht einfach so aufs Spiel setzen. Das wird sich alles finden. Jetzt erzählen Sie uns erstmal die Geschichte mit Mr. Drabber. Mr. Drabber war ungefähr 3 Wochen lang Gast in unserer Pension. Er und sein Sekretär haben wohl schon den ganzen Kontinent bereist. Auf ihren Koffern waren jedenfalls einige Aufkleber. Aha. Der Sekretär, dieser Mr. Strangerson, das war ein sehr angenehmer und ruhiger Gentleman. Mhm. Leider konnte man das von seinem Arbeitgeber nicht gerade sagen. Ein grober Mensch mit ganz schlechten Umgangsformen. Jeden Abend hat er getrunken und am nächsten Tag ist er selten vor 12 Uhr aufgestanden. Aber am schlimmsten war sein Verhalten gegenüber meiner Tochter. Er hat mehr als einmal versucht, sich ihr in recht eindeutiger Weise zu nähern. Aber zum Glück konnte ich immer rechtzeitig dazwischen gehen, um dieses arme, unschuldige Ding vor ihm zu bewahren. Mutter! Warum haben Sie ihn nicht einfach vor die Tür gesetzt? Weil die Versuchung so groß war. Er und sein Sekretär haben beide 1 Pfund pro Tag bezahlt. Überlegen Sie mal, 14 Pfund pro Woche. Und das in diesen schlechten Zeiten. Ich bin Witwe, Inspektor. Und es hat eine ganze Menge Geld gekostet, meinen Sohn in der Navy unterzubringen. Ich bin einfach dieser Versuchung des Geldes unterlegen. Aber am Tag seiner Abreise habe ich ihm gehörig die Meinung gesagt. Das können Sie mir glauben. Und dann kam es zum Streit. Ach nein, dafür war ja keine Zeit, weil er zum Zug musste. Was weiter? Wir waren froh, dass er endlich weg war. Aber leider kam er eine Stunde später wieder. Er war vollkommen betrunken und fiel über meine Tochter her. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Es war aber nicht weit davon entfernt. Ich habe geschrien und auf ihn eingeschlagen. Aber er hat nicht von ihr abgelassen. Und dann stand plötzlich mein Sohn in der Tür, weil er überraschend Landurlaub bekommen hatte. Er stürzte auf Mr. Drabber los und prügelte ihn aus dem Haus wie einen Hund und lief ihm hinterher. Und wann ist Ihr Sohn zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Nein. Es muss irgendwann in der Nacht gewesen sein. Was hat er denn die ganze Zeit gemacht? Ich weiß es nicht.
Madam, ich muss Ihnen sagen, dass diese Schilderung bedauerlicherweise in der Tat Ihren Sohn in einem recht zweifelhaften Licht erscheinen lässt. Aber er hat diesen Kerl bestimmt nicht umgebracht. Das wird sich herausstellen. Wenn er unschuldig ist, hat er nichts zu befürchten. Wo ist Ihr Sohn jetzt, Madam? Madam, ich muss Sie auffordern, mir augenblicklich den Aufenthaltsort Ihres Sohnes mitzuteilen. Sag es Ihnen, Mutter. Nein! Dann werde ich es tun. Er ist im Pub gegenüber. Danke sehr, Mademoiselle. Meine Herren, wären Sie so freundlich, mir bei der Verhaftung zu assistieren? Sind Sie sich sicher, dass Sie damit nicht noch ein wenig warten sollten, Inspektor? Auf keinen Fall. Wenn wir jetzt nicht zuschlagen, entwischt er uns am Ende noch. Glauben Sie denn, dass er es war? Vertrauen Sie meiner kriminalistischen Spürnase, Dr. Watson. Monsieur Carpentier ist Drebber hinterhergelaufen und hat ihn dann mit einem heftigen Schlag aufs Herz oder wohin auch immer getötet. Das erklärt auch, warum es keine Wunde gibt. Und dann hat er das Opfer in das leerstehende Haus geschleppt, damit das Verbrechen nicht entdeckt wird. Und warum zündet er eine Kerze an und schreibt mit Blut das Wort Rache in deutscher Frakturschrift an die Wand? Naja, vom Ring ganz zu schweigen. Das waren alles Ablenkungsmanöver, um die Polizei auf eine falsche Spur zu bringen. So viele Ablenkungsmanöver bei einer spontanen Tat? Wahrscheinlich ein ganz kaltblütiger Bursche. Sei es wie es sei. Ich werde jetzt rübergehen in diesen Pub. Ich hoffe, ich kann auf Sie zählen, meine Herren. Monsieur Carpentier? Ja, das bin ich. Inspektor Lestrade, Scotland Yard. Monsieur Carpentier, ich muss Sie bitten, mich aufs Revier zu begleiten. Es geht um den Tod von diesem Dreckskerl Drebber, habe ich recht? In der Tat. Aber das sollten wir wohl besser nicht hier in der Öffentlichkeit besprechen. Warum denn nicht? Ich habe nichts zu verbergen. Der Kerl hat es zwar nicht besser verdient, aber deshalb bin ich noch lange nicht derjenige, der ihn umgebracht hat. Wir haben erfahren, dass Sie ihn vorgestern Abend aus der Pension Ihrer Mutter geprügelt haben und ihm dann nachgelaufen sind, als er flüchtete. Ja, natürlich, weil der Kerl noch lange nicht genug Prügel bezogen hatte. Wissen Sie, was der mit meiner Schwester anstellen wollte? Das tut jetzt nichts zur Sache. Und ob das was zur Sache tut, dieser Mistkerl. Hatten Sie denn die Gelegenheit, ihm noch mehr Prügel zu verpassen, Monsieur? Leider nicht. Als der Bursche gemerkt hat, dass ich ihm auf den Fersen bin, hat eine Droschke angehalten und ist damit entwischt. Und warum sind Sie dann erst mitten in der Nacht nach Hause gekommen? Sie sind ja gut informiert. Das ist mein Beruf. Ich bin spät nach Hause gekommen, weil ich auf dem Rückweg einen alten Schiffskameraden getroffen habe. Ich war so wütend, dass wir erst mal einen trinken gegangen sind. Und dann ist es wohl ein bisschen später geworden. Aha. Und wie heißt Ihr alter Kamerad? Taylor. Charlie Taylor. Und wo wohnt dieser Charlie Taylor? Keine Ahnung. Na, das ist ein äußerst schwaches Alibi, Monsieur Carpentier. Ich muss Sie leider verhaften. Bitte kommen Sie ohne großes Aufsehen mit uns. Gut. Wie Sie wünschen, Herr Inspektor. Aber ich sage Ihnen, Sie haben den falschen Mann. Ich fürchte, der gute Inspektor ist gerade dabei, sich fürchterlich zu blamieren. Dieser Mann sagt nämlich die Wahrheit. Aber dann müssen wir ihm doch helfen. Sonst wird am Ende noch ein Unschuldiger gehängt. Ja, ja, seien Sie unbesorgt, Doktor. Noch sind wir nicht am Ende. So, raus mit Ihnen, Carpentier. Sie haben keinen Grund, mich so grob zu behandeln. Das wird sich erst noch zeigen. Meine Herren, Sie sehen, ich habe alle Hände voll. Wären Sie wohl so freundlich? Aber natürlich, Herr Inspektor. Wie viel macht das? 1 Schilling und 6 Pence, Sir. Bitte sehr. Warten Sie einen Augenblick. Wir fahren sofort weiter zur Baker Street. Jawohl, Sir. Inspektor Lestrade, da sind Sie ja endlich. Wir haben Sie schon überall gesucht. Was ist denn los, Sergeant? Also, Collins, Sir, hat herausgekriegt, wo sich dieser Kerl aufhält. Hallidays Pension in der Little George Street. Und weil sie nicht da waren, ist er selbst hingefahren, um dafür zu sorgen, dass der Kerl nicht stiften geht, falls er was damit der Sache zu tun hat. Vergessen Sie, Strangerson, das hier ist unser Mörder. Nehmen Sie den Mann in Gewahrsam. Jawohl, Sir, aber da ist noch was, Sir. Was denn noch? Als Collins dahin gefahren ist, hat er den Kerl gefunden. Wie schön, wir werden ihm später der Ordnung halber ein paar Fragen zu seinem Arbeitgeber stellen. Aber, Sir, als er ihn gefunden hat, da war er tot. Was? Noch ein Toter? Verdammt!
Jetzt müssen Sie mich wohl wieder freilassen, Herr Inspektor. Von wegen, Sie sind noch lange nicht aus dem Schneider, mein Junge. Würde mich nicht wundern, wenn Sie diesen Strangerson auch umgebracht hätten. Was? Wieso sollte ich denn? Ich kenne Ihren Mr. Strangerson ja nicht mal. Erzählen Sie mir nichts. Er hat zusammen mit Driver in der Pension Ihrer Mutter gewohnt. Und woher sollte ich das wissen? Ich habe vorgestern zum ersten Mal seit einem Monat Landurlaub bekommen. Das ist mir jetzt alles egal. Sergeant, führen Sie diesen Herrn hier ab. Ich fahre sofort zum Tatort. Haben Sie etwas dagegen, dass wir Sie begleiten, Inspektor? Meinetwegen. Ich verstehe sowieso nichts mehr. Und das gerade jetzt, wo ich dachte, der Fall wäre gelöst. Kutscher! Holidays Pension, Little George Street. Und zwar schnell. Jawohl, Sir. Ich hab mir ja gleich gedacht, dass da was nicht stimmen kann. Wenn jemand mitten in der Nacht ein Zimmer haben will und dabei so nervös ist, dann hat er irgendwas auf dem Kerbholz. Wie haben Sie ihn denn gefunden? Na, wie werde ich ihn wohl gefunden haben? Ich hab die Tür aufgemacht. Er wollte heute Morgen um 9 Uhr geweckt werden. Und als er aufs Klopfen nicht reagiert hat, hab ich halt die Tür aufgeschlossen. Tja, und da lag er dann mit einem Messer im Herz vorm Fenster. Der ganze Teppich voller Blut, so eine Sauerei, den kann ich wegschmeißen. Ich wollte gerade losgehen, um die Polizei zu holen. Da stand auch schon einer von ihren Männern vor der Tür, um nach dem Kerl zu suchen. Zuerst dachte ich ja, das ist der Gentleman, auf den Mr. Strangerson gewartet hat. Aber das war er dann wohl doch nicht. Falls jemand nach ihm fragt, sollte ich ihn sofort zu ihm hochschicken, hat er gesagt. Er hat gestern den ganzen Tag über das Zimmer nicht verlassen, weil er auf diesen Gentleman gewartet hat. Er schien ihm wirklich wichtig zu sein. Wir würden gerne das Zimmer sehen. Ja, natürlich. Folgen Sie mir. Übrigens wäre mir dran gelegen, wenn Sie ihn möglichst bald mitnehmen könnten. Ein Toter im Hotel ist nicht gut fürs Geschäft. Außerdem muss das Zimmer renoviert werden. Das kostet auch wieder Zeit und Geld. Scotland Yard arbeitet grundsätzlich so schnell, wie es möglich ist, Mr. Halliday. Hier ist es. Machen Sie schnell die Tür zu. Ich will nicht, dass das einer der anderen Gäste sieht. Das darf doch nicht wahr sein, genau wie beim Mord an Drebber. Rache in deutscher Schrift. Hoffentlich geht das Blut an der Wand wieder ab. Ich habe wenig Erfahrung in solchen Dingen. Tja, nur anders als bei dem anderen Mord ist die Todesursache hier doch recht offensichtlich. Dr. Watson, sagen Sie, ich weiß nicht, würde es Ihnen vielleicht etwas ausmachen, wenn ich Sie fragen würde? Ob ich Ihnen behilflich sein kann. Aber keineswegs, Herr Inspektor. Ich habe schon einige Leichen in meinem Leben gesehen. Wenn ich auch gestehen muss, dass ich den meisten davon lieber als lebendigen Menschen begegnet wäre. Können Sie mir ungefähr sagen, wie lange er schon tot ist? Die Leichenstarre ist bereits eingetreten. Und die Körpertemperatur ist auch schon stark gesunken. Die Haut, das ist natürlich schwierig, wegen des hohen Blutverlusts. Ich würde sagen, heute seit den frühen Morgenstunden. Das würde dann wohl auch erklären, warum er sein Nachthemd anhat. Und wie der Mörder hereingekommen ist, wissen wir auch. Ach, tun wir das? Wenn Sie sich einen Augenblick zum Fenster bemühen würden, Inspektor. Eine Leiter, das ist dreist. Er ist mit der Leiter beim offenen Fenster rein und hat Strangerson im Schlaf überrascht. Nun, wohl nicht direkt im Schlaf, sonst läge die Leiche wahrscheinlich im Bett und nicht am Fenster. Na, auf Diebstahl hatte derjenige es aber wohl nicht abgesehen. In der Brieftasche sind 80 Nehmen Sie das Pfund. Her, das ist ein Beweismittel. Ist ja schon gut. Viel Geld, aber nichts, was einen Kriminalisten glücklich machen könnte. Nicht mal eine Wäschereimarke. Doch warten Sie, hier ist etwas. Ein Telegramm aus Cleveland, ungefähr einen Monat alt. Was steht drin? J.H. ist in Europa. Sonst nichts. Das unterstützt meine Vermutung. Ihre Vermutung? Sagen Sie bloß, Sie werden aus diesen Worten schlau, Holmes. Das tue ich in der Tat, aber noch ist es zu früh, alle Puzzleteile zusammenzusetzen. Ich wäre ja schon froh, wenn ich wenigstens das eine oder andere Puzzleteil verstehen würde. Es ist mir zum Beispiel ein Rätsel, warum sich Drebber und Strangerson gemeinsam zum Bahnhof aufmachen, um nach Liverpool zu fahren
Und warum Sie dann weder den Zug um 9.15 Uhr noch den um 11 Uhr nehmen? Und das, obwohl in Liverpool offensichtlich ein Schiff darauf wartete, Sie nach Amerika zurückzubringen. Stattdessen lässt sich Mr. Trapper erst verprügeln und dann ermorden. Und Mr. Strangeson sucht sich ein Zimmer in einer Pension und lässt sich dann ebenfalls ermorden. Das ist doch ganz offensichtlich. Irgendetwas hat die beiden getrennt. Wahrscheinlich war Mr. Drabber so wütend darüber, dass Madame Charpentier ihm die Meinung gesagt hat, dass er London nicht verlassen wollte, ohne sich dafür auf seine Weise an ihr gerecht zu haben. Und zwar, indem er ihre Tochter entehrt, wonach ihm allem Anschein nach ohnehin schon seit 3 Wochen der Sinn stand. Wahrscheinlich hat ihn das auf dem Weg zum Bahnhof so sehr beschäftigt, dass er ein paar Drinks getrunken hat, bis der Zug kam. Und dann war er wild entschlossen, diese Sache zu regeln, bevor er in einen Zug steigt und ist zurückgefahren. Und sein Sekretär? Mr. Stangerson hatte vermutlich die Anweisung, am Bahnhof zu warten. Ich denke, dass die beiden beabsichtigten, erst den Zug um 11 zu nehmen, damit Mr. Drabber Zeit für seine schmutzige Rache hat. Warum ist Strangerson nicht gefahren? Weil sein Arbeitgeber nicht rechtzeitig zurückgekommen ist. Darum hat er sich in einer der Pensionen rund um die Euston Station eingemietet, damit Mr. Drabber die Möglichkeit hätte, ihn wiederzufinden. Nicht irgendeine Pension, die beste an der Euston Station, Sir. Wann genau ist Mr. Stangerson zu Ihnen gekommen, Mr. Halliday? Vorgestern Nacht, 11:15, Sir. Er war ganz schön nervös. Da sehen Sie's, Inspektor. Sagen Sie, ist das hier auch ein Beweismittel? Was denn? Diese kleine Dose lag unterm Fenster. Ist hübsch. Könnte man sicher für ein paar Pence verkaufen. Zeigen Sie mal her, zeigen Sie. Eine Medikamentendose. Mit 2 Pillen. Oh nein, meine Herren. Das ist keine gewöhnliche Medikamentendose. Das ist das letzte Glied in der Kette. Ja, dieser Fall ist abgeschlossen. Sie entschuldigen. Was soll das heißen, Mr. Holmes? Holmes, so warten Sie doch. Holmes stürzte aus Mr. Hallidays Pension und sprang so schnell in eine Droschke, dass der Inspektor und ich ihm fast nicht mehr hätten folgen können. Er trieb den Kutscher an, ihn so schnell wie möglich zum St. Bartholomew's Hospital zu fahren, wo er sofort ins Laboratorium stürzte. Die Studenten, die dort mit ihren Experimenten beschäftigt waren, sahen ihn staunend an, als er Reagenzgläser, diverse Kolben und Gestelle zu einem Versuchsaufbau zusammenschraubte, der entfernt an eine Destillationsapparatur erinnerte. Es war vollkommen unmöglich, aus ihm herauszubekommen, was er mit dieser Apparatur bezweckte und was das alles mit diesem Fall zu tun hatte. Holmes verweigerte jegliche Kommunikation und war vollkommen in sein Experiment vertieft. Er verrührte diverse Substanzen miteinander, brachte sie zum Sieden, filterte sie und stellte so eine Unzahl diverser Flüssigkeiten her, die er in kleine Reagenzgläser träufelte. Der Inspektor und ich warfen uns hilflose Blicke zu. Und ich begann bereits, mich zu fragen, ob Holmes eventuell unter einem akuten Anfall von Schizophrenie leiden könnte. Gerade als ich den Entschluss gefasst hatte, meinem Kollegen Stamford um Hilfe zu bitten, um von ihm eine zweite medizinische Meinung einzuholen, beendete Holmes seine Schweigsamkeit. Darf ich um die Dose mit den Pillen bitten, Inspektor? Die Pillendose? Aber natürlich, hier. Wenn Sie uns nur endlich sagen würden, was das Ganze soll, Mr. Holmes. Das ist doch höchst offensichtlich. Für mich nicht. Und der Doktor hier sieht auch nicht gerade so aus, als wüsste er, was Sie da machen. Das enttäuscht mich. Dr. Watson sollte zumindest erahnen können, was ich vorhabe. Ich vermute, Sie wollen herausfinden, aus was für einer Substanz die Pillen bestehen. Richtig, Watson, richtig. Wobei ich den Kreis möglicher Substanzen mit Hilfe einiger Beobachtungen und daraus resultierender Überlegungen bereits auf ein Minimum einschränken konnte. Für mich ist es klar, Gentlemen, dass der erste Mord mit einer dieser Pillen verübt wurde, präziser durch das Gift, das in ihnen enthalten ist. Anders als durch Gift ist das Fehlen von Wunden nicht zu erklären. Nicht wahr? Das ist doch einleuchtend.
Außerdem sind die verzerrten Gesichtszüge und die verrenkten Gliedmaßen von Mr. Drebber ein deutlicher Hinweis. Naja, ganz abgesehen von dem säuerlichen Geruch, der auf seinen Lippen lag. Naja, Sie haben ihn doch sicherlich gerochen, nicht wahr, Inspektor? Nun ja, um ehrlich zu sein. Wie dem auch sei, wie dem auch sei. Auf jeden Fall habe ich hier eine Testreihe aufgebaut, um herauszufinden, um welches Gift es sich dabei handelt. Selbstverständlich lassen sich aufgrund des säuerlichen Geruchs und der stark krampflösenden Wirkung einige Gifte von vornherein ausschließen. Also, Sie werden mir sicherlich beipflichten, Inspektor. Nun, Ich löse also jetzt eine dieser beiden verbliebenen Pillen in Wasser auf. So. Nehme eine Pipette und gebe jeweils einen Tropfen davon in die von mir angefertigten Lösungen. So, na, das macht sich ja fabelhaft. Ja, so, aha, dies also auch nicht. Haben Sie eine Ahnung, was er da macht, Doktor? Ich erinnere mich dunkel an solche Testreihen aus meinem Studium, Inspektor. Wenn man bestimmte Substanzen zusammenbringt, kommt es zu einer Farbreaktion. Und da man bei einer Testreihe jeweils eine Substanz kennt, kann man dann anhand der ausgelösten Reaktion sagen, um welche Substanz es sich bei der anderen handelt. Das kann doch überhaupt nicht sein! Was ist los, Mr. Holmes? Himmel, Herrgott! Laut dem Ergebnis des Versuchs enthält diese Pille überhaupt kein Gift. Wirklich? Oh ja, Mr. Holmes, warum sollten Sie sich nicht auch einmal irren? Also, das ist vollkommen unmöglich. Das würde ja bedeuten, dass ich bisher in die völlig falsche Richtung gedacht habe. Moment mal. Es sei denn... Aber natürlich. Geben Sie mir die andere Pille, Inspektor. Die andere? Aber dann haben wir ja gar kein Beweismittel mehr. Ein Beweismittel, von dem Sie nicht wissen, was es ist, nutzt Ihnen nichts. Geben Sie her, bitte. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Sieh an, auch ein Mr. Holmes kann also irren. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Freude ich haben werde, ihn demnächst damit aufzuziehen. Sie sollten lieber nicht zu früh triumphieren, Herr Inspektor. Ich kenne Mr. Holmes zwar noch nicht besonders lange, aber ich würde es jetzt schon nie und nimmer wagen, ihn zu unterschätzen. Heureka! Ich habe es gefunden. Ein Alkaloid. Ja, Gentlemen, ich hatte also recht. Ja, natürlich hatte ich recht. Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben. Habe ich's nicht gesagt, Inspektor. Ja, und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, verehrter Inspektor, dass die eine der beiden Pillen völlig harmlos war, während die andere ein tödliches Gift enthielt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh, das macht schon Sinn. Ich beginne unseren Mörder immer besser zu verstehen. Sehr schön. Noch schöner wäre es allerdings, wenn ich auch endlich mal irgendetwas verstehen würde. Später, Inspektor. Apropos, wie spät ist es? Gleich 2 Uhr. Was, so spät schon? Wir müssen sofort zurück in die Baker Street. Was? Warum das denn jetzt schon wieder? Holmes, Sie können doch jetzt nicht einfach alles hier offen rumstehen lassen. Was ist denn mit dem Gift? Ich hasse es, wenn er einem einfach so davonläuft. Kommen Sie, Doktor. Wenn wir an seinen genialen Gedanken teilhaben wollen, müssen wir ihm wohl oder übel hinterherlaufen, wie seine Schoßhündchen. Machen Sie es sich doch bitte bequem, Inspektor. Bequem machen? Mr. Holmes, es geht darum, 2 Morde aufzuklären. Ja, das ist mir nicht entgangen. Ich darf Sie allerdings beruhigen. Ich weiß nicht nur, warum diese beiden Männer ermordet wurden, sondern auch von wem. Ach nein, dann muss ich darauf bestehen, dass Sie mir endlich sagen, was Sie wissen, Mr. Holmes. Nun, zunächst einmal ist der junge Monsieur vollkommen unschuldig. Schon allein deshalb, weil kein Mensch jemanden zuerst erschlägt und dann vergiftet. Sie sollten ihn so bald wie möglich freilassen. Und wer soll es dann gewesen sein? Mr. Holmes, ich ersuche Sie nochmals, mir jetzt sofort zu sagen, was Sie wissen. Jede weitere Verzögerung bei der Festnahme dieses Kerls kann schließlich dazu führen, dass er den nächsten Mord begeht. Seien Sie unbesorgt, Inspektor. Es wird keine weiteren Morde geben.
Woher wollen Sie das wissen? Genau, Holmes. Wie können Sie da so sicher sein, nachdem der Kerl bereits 2 Menschen getötet hat? Weil ich den Mörder kenne. Ich weiß, wie er denkt. Und ich kenne sogar einen Teil seiner Geschichte. Naja, zumindest den Teil, der ihn zum Mörder werden ließ. Ach, und seinen Namen kennen Sie denn vielleicht auch noch? Den kenne ich in der Tat, Inspektor. Was? Aber was ist die Kenntnis seines Namens verglichen mit der Möglichkeit, ihn zu verhaften? Naja, und das wird sehr bald geschehen. Und wie? Indem Sie es sich endlich bequem machen, Inspektor, und ein wenig Geduld an den Tag legen. Geduld? Ah, wie es aussieht, werden Sie nicht mehr allzu viel von dieser Tugend unter Beweis stellen müssen. Herein! Guten Tag, Mr. Holmes, Sir. Hallo, Wiggins. Na, erfolgreich? Jawohl, Sir, der Wagen ist unten. Ein Glück, dass Sie da sind, Sir. Hatte eben den langen Bill vorbeigeschickt, um Ihnen Bescheid zu sagen, dass wir kommen. Aber da waren Sie weg. Ja, ich wurde leider aufgehalten. Sag dem Kutscher, er soll zu mir hochkommen und mir mit den Koffern helfen. Jawohl, Sir. Schnell, Doktor. Holen Sie mir einen Koffer und Ringen dazu. Holmes, wollen Sie verreisen? Keine Fragen. Holen Sie den Koffer. Inspektor, Sie haben doch bestimmt ein paar Handschellen dabei. Natürlich, aber was... Geben Sie sie mir. Schnell! Hier ist der Koffer. Danke. Und jetzt setzen Sie sich bitte und entspannen Sie sich. Sie haben gut reden, Mr. Holmes. Sie wollen, dass ich Ihnen mit den Koffern helfe, Sir? Ach ja, kommen Sie rein, guter Mann. Der Riemen hier ist ein wenig störrisch. Also, vielleicht wären Sie so freundlich, mir beim Festziehen zu helfen. Natürlich, Sir. Hey, was soll das? Das Spiel ist aus, Mr. Hope. Dann ist es jetzt also vorbei. In der Tat. Mr. Holmes, wären Sie jetzt bitte endlich so freundlich, mir zu erklären? Meine Herren, ich darf Ihnen Mr. Jefferson Hope vorstellen, den Mörder von Enoch J. Drebber und Joseph Stangerson. Was? Ein Kutscher? Aber wie ist denn das möglich? Durch die richtigen Recherchen und die geeigneten logischen Denkvorgänge, mein lieber Dr. Watson. Mr. Hope, wenn das Ihr Name ist, stimmt es, was Mr. Holmes sagt? Halt, halt, sagen Sie nichts. Das kann ja alles gegen Sie verwendet werden. Ich bin ganz durcheinander. Was immer Sie gegen mich verwenden wollen, es macht mir nichts aus. Das haben schon viele gesagt. Aber wenn dann das Gerichtsverfahren erstmal losgeht... Ich glaube nicht, dass es bei mir noch zu einem Verfahren kommen wird, Sir. Was? Sie wollen doch nicht etwa... Sehen Sie mich nicht so an. Ich denke nicht an Selbstmord. Und weglaufen werde ich Ihnen auch nicht. Das Problem wird sich von ganz alleine lösen. Was meinen Sie damit? Man hat Sie eben Doktor genannt. Sind Sie Arzt? Ja, das bin ich. Kommen Sie her und hören Sie mein Herz ab. Mein Gott, da ist ja ein riesiges Aneurysma in der Aorta. Ja, so nennt man das wohl. Es ist jedes Jahr schlimmer geworden... Ein Andenken an die Zeit der Anstrengungen und Entbehrungen in den Salt Lake-Bergen. Letzte Woche hat mir der Arzt gesagt, dass es wohl nur noch eine Frage von ein paar Tagen sein wird, bis es mit mir zu Ende geht. Aber das ist ja jetzt egal. Ich habe meine Arbeit getan und es macht mir nichts aus, wie bald ich sterben muss. Aber wenn Sie gestatten, würde ich Ihnen gerne erklären, warum ich diese Morde begangen habe, damit die Welt sich an mich nicht... als einen gemeinen Mörder erinnert. Nicht ich bin der Böse, die beiden anderen waren es. Ich bin ebenso ein Diener der Gerechtigkeit, wie Sie es sind. Was meinen Sie, Doktor? Steht es wirklich so schlimm um seine Gesundheit? Das Aneurysma kann jeden Moment platzen. Eigentlich ist es ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Gut, dann sollte ich die Aussage vielleicht besser sofort aufnehmen, ehe es überhaupt nicht mehr zu einer Aussage kommt. Also gut, erzählen Sie, Mr. Hope. Es ist schon an die 20 Jahre her, da war ich verlobt. Meine Verlobte, Lucy, und ihr Vater lebten in Salt Lake City. Die Stadt der Mormonen. Genau, aber sie waren keine richtigen Mormonen. Nicht so wie all die anderen dort. Als Lucy noch ein Kind war, wären die beiden auf einer Reise durch die Wüste fast verdurstet, wenn sie nicht von einer Gruppe Mormonen im letzten Moment gefunden worden wären. Diese Leute haben sie aber nur unter der Bedingung gerettet, dass die beiden zu ihrem Glauben übertreten, was sie natürlich gemacht haben, um nicht zu sterben. Eine interessante Religionspolitik. Man hat sie dann mitgenommen nach Salt Lake City. Die Stadt ist wie eine Festung. Jeder, der raus oder rein geht, braucht dazu die Erlaubnis vom obersten Mormonenrat.
Lucys Vater hat dort eine Rinderfarm aufgebaut. Aber im Grunde blieben sie immer Außenseiter. Verständlicherweise. Vor ungefähr 20 Jahren kam ich dann nach Salt Lake City. Ich hatte eine Silberader in den Bergen von Nevada entdeckt und brauchte jemanden, der mir Geld gibt, damit ich sie ausbeuten konnte. Und als ich in die Stadt kam, fand ich dort den größten Schatz meines Lebens. Lucy. Sie war eine solche Schönheit. Als wir uns zum ersten Mal begegneten, wäre sie beinahe von einer wild gewordenen Rinderherde zertrampelt worden, aber ich habe sie gerettet. Ihr Vater war mir so dankbar dafür, dass er mir auf der Stelle das Geld für die Silberader lieh. Aber da gab es schon längst etwas Wichtigeres für mich. Lucy und ich hatten uns auf den ersten Blick ineinander verliebt. Ihrem Vater kam das sehr gelegen, dass seine Tochter einen Mann heiraten wollte, der kein Mormone war. Die Mormonen halten sich nämlich einen Harem, wissen Sie. Jeder Mann heiratet gleich mehrere Frauen. Und dafür war John Ferrier seine einzige Tochter zu schade. Sodom und Gomorra. Wir verlobten uns heimlich und ich reiste wieder ab, um mit der Silberader genug Geld für unser gemeinsames Leben zusammenzukriegen. Spätestens in ein paar Monaten wollten wir heiraten. Kaum war ich weggeritten, da bekam die Mormonengemeinde Wind von der Sache. Sie wollten um keinen Preis der Welt erlauben, dass eine der ihren die Stadt verlässt und einen Ungläubigen heiratet. Außerdem war Lucy, wie gesagt, eine Schönheit und es gab einige Interessenten. Vor allem die Söhne der zwei Stadtoberen, Strangerson und Drebber, die beide schon drei Frauen hatten. Man zwang Lucy und ihren Vater bis zu einem bestimmten Tag einen der beiden als Ehemann zu wählen. Sonst wollte man John Ferrier töten. Und das war keine leere Drohung. Schon oft hatten Angehörige der Gemeinde versucht, gegen ein Gebot der Oberen aufzubegehren und waren kurz darauf tot aufgefunden worden. Zum Glück hatte Lucy die Gelegenheit, mir eine Nachricht zukommen zu lassen. Und so kam ich gerade noch rechtzeitig zurück, Entschuldigung, um den beiden bei der Flucht aus der Stadt zu helfen. Wir flüchteten in die Berge und machten uns auf den Weg nach Nevada. Tag und Nacht gingen wir die steinigen Pfade entlang und waren fast schon sicher, dass uns niemand gefolgt war, als es passierte. Sie wurden angegriffen? Hätte man uns offen angegriffen, hätten wir eine Chance gehabt. Aber diese verruchte Bande hat die hilflose Lucy und ihren Vater feige aus dem Hinterhalt überfallen, als ich auf der Jagd war, um etwas zu essen zu besorgen. Als ich zurückkam zu unserem Lagerplatz, fand ich nur noch die Spuren des Kampfes. John Ferrier war tot und Lucy hatte man mitgenommen. Die Pferde ebenfalls. Ich machte mich auf den Weg zurück nach Salt Lake City, so schnell mich meine Füße trugen. Es hat Tage gedauert, bis ich dort ankam, und es ist ein Wunder, dass es mir überhaupt gelungen ist. An den Toren der Stadt wies man mich ab, aber von den Händlern, die aus der Stadt kamen, erfuhr ich, dass Lucy am Tag zuvor mit Enoch Drebber verheiratet worden war und dass es wohl zu einem heftigen Streit zwischen ihm und dem jungen Strangerson darüber gekommen war, wer sie heiraten darf. Strangerson glaubte mehr Anrecht auf sie zu haben, weil er es war, der ihren Vater erschossen hatte. Die arme Frau. Lucy hat sich selbst von ihrem Leid erlöst. Ich weiß nicht, ob es die Trauer um ihren Vater war oder der Ekel, weil dieser Kerl seine Finger an sie legte, aber sie starb innerhalb eines Monats. Ich hatte die ganze Zeit in den Bergen vor der Stadt ausgeharrt, in der Hoffnung, eine Möglichkeit zu finden, sie wiederzusehen. Als ich von ihrem Tod hörte, war ich ohnmächtig vor Schmerz. Auf einmal hatte ich übermenschliche Kräfte. Ich überwältigte die Wache, stürmte in die Stadt und lief zu dem Ort, wo man Lucy aufgebahrt hatte. Die arme, schöne Lucy. Als ich sie dort liegen sah, da wusste ich auf einmal, was ich zu tun hatte. Ich schwor Rache. Ihr Mörder und der Mörder ihres Vaters sollten sterben. Wäre es nicht auch möglich gewesen, diese Angelegenheit vor Gericht klären zu lassen? Vor welchem Gericht?
Ganz Utah ist in den Händen der Mormonen. Und die halten zusammen. Nein, wenn den beiden jemals Recht geschehen würde, dann nur durch mich. Richter, Geschworener und Henker in einer Person. Wenn sie wahre Männer sind, dann hätten sie an meiner Stelle genau dasselbe getan. Ich habe meiner toten Braut den Trauring vom Finger gezogen und geschworen, dass das Letzte sein soll, was Drabbers Augen sehen sollten, wenn sie brechen. Ich habe die Mormonen beobachtet und auf eine Gelegenheit für meine Rache gewartet. Irgendwann kam es zu einem Führungswechsel in der Stadt und einige konnten sich nicht damit anfreunden, dass sie keine Macht mehr hatten. Also wurden sie aus der Stadt verstoßen. Unter ihnen Drabber und Strangerson. Und von diesem Moment an bin ich den beiden gefolgt und sie wussten, dass ich ihnen auf den Fersen war. Über 2 Kontinente habe ich sie gehetzt und ich sage ihnen, das war nicht leicht. Ich war arm, aber Drabber hatte von seinem Vater eine ganze Menge Geld geerbt. Immer wieder musste ich an den Orten, an denen sie sich aufhielten, Arbeit aufnehmen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und in London haben Sie sich einen Job als Kutscher gesucht. Mit Pferden kenne ich mich aus. Außerdem gab mir das die Möglichkeit, herauszufinden, wo sich die 2 aufhielten. Ich habe sie beobachtet, wann immer es ging, aber sie waren schlau. Haben sich nie allein nach draußen gewagt oder im Dunkeln. Sie wussten, dass ihre gerechte Strafe auf sie wartet. Vor 2 Tagen sah ich plötzlich, wie sie mit ihrem Gepäck zum Bahnhof fuhren. Als sie an der Houston-Station ausstiegen, gab es einen ziemlichen Streit zwischen den beiden. Drabber ging in ein Pub, Strangerson hinter ihm her, und keine Stunde später kam Drabber allein wieder heraus und rief eine Droschke zurück zur Torquay Terrace. Er war ziemlich betrunken. Leider war ich nicht schnell genug. Ein anderer Kutscher ist mir zuvor gekommen und hat ihn zurückgebracht zur Pension. Aber als er kurze Zeit später aus dem Haus geprügelt wurde, da war meine Chance gekommen, auf die ich so lange gewartet hatte. Ich fuhr neben ihm her und er sprang in meine Droschke, um den jungen Mann zu entgehen, der hinter ihm her war. Und ohne zu wissen, dass er damit vom Regen in die Traufe geriet. So oft hatte ich mir diesen Moment ausgemalt, aber jetzt war er endlich gekommen. Jetzt durfte ich natürlich keine Fehler machen. Ich erinnerte mich an das leerstehende Haus in der Brixton Road und wusste, das ist der richtige Ort. Ich fuhr dorthin, hielt an und dankte Gott, dass Drabber so betrunken war. Ich sagte ihm, wir seien zu Hause, und führte den wankenden Kerl in das Haus. Und dann war endlich der Augenblick gekommen, auf den ich so lange gewartet hatte. Ich zündete eine Kerze an, nahm den Hut ab, damit er mich erkennen konnte, und hielt ihm Lucys Ring vor die Augen. Er war mit einem Schlag nüchtern, das sage ich Ihnen. Und er schrie und winselte um Gnade. Aber Sie haben ihn ermordet. Es war kein Mord. Ich habe ihm eine faire Chance gegeben, eine faire Chance, die die arme Lucy und ihr Vater niemals hatten. Die beiden unterschiedlichen Pillen in der Dose. Seit ich mit der Verfolgung der beiden angefangen habe, trage ich diese beiden Dosen bei mir. In jeder davon ist eine Pille mit Gift und eine ohne. Ich hielt Drabber seine Dose hin und habe ihm gesagt, dass er wählen soll. Und dass ich die andere Pille schlucken werde. Diese 50% Chance schien ihm mehr zuzusagen als eine 100%ige Kugel im Kopf, falls er sich weigern würde. Also nahm er die eine Pille und ich die andere. Und in seiner war das Gift. Tja, ein Gottesurteil. Und die Blutspuren? Und die Schrift an der Wand? Meine Nase blutete während der ganzen Zeit. Ich war sehr aufgeregt. Ja, ein typisches Symptom bei Aortenaneurysma im letzten Stadium. Als ich sah, wie er so dalag und mein Blut auf ihn niederströmte, spürte ich, dass ich der Welt mitteilen musste, warum dieser Kerl jetzt tot ist. Also haben Sie das Wort Rache an die Wand geschrieben. Genau. Und warum ausgerechnet in deutscher Frakturschrift? Weil ich das mal in einer Zeitung gelesen habe.
In einem Bericht über einen Deutschen, den man in New York tot in seinem Hotelzimmer gefunden hatte. Und über ihm an der Wand stand das Wort Rache. Der geheimnisvolle Müllermord, New York, 14. Juni 1875. Davon haben Sie doch sicherlich gehört, Inspektor. Ich bedauere. Leider haben Sie am Tatort dann etwas liegen lassen, als Sie ihn verließen. Lucys Ring. Es ist das einzige Erinnerungsstück, was ich von ihr habe. Also bin ich zurückgefahren, als ich merkte, dass ich ihn verloren hatte. Aber da hatte man Drebber schon entdeckt. Ich habe versucht, in das Haus zu kommen, in dem ich den Betrunkenen mimte. Aber es hat nicht funktioniert. Und was ist mit Strangerson? Dem haben Sie ja wohl offensichtlich nicht die Möglichkeit eines Gottesurteils gegeben. Und Strangerson habe ich diese Chance ebenso gegeben wie Drebber. Und wieso steckt dann ein Messer in seiner Brust? Weil er mit dem Messer auf mich losgegangen ist, als ich ihm die Wahl zwischen den beiden Pillen gegeben hatte. Ich habe mich zur Wehr gesetzt und ihm mit demselben Messer den Garaus gemacht, mit dem er mir die Kehle durchschneiden wollte. Wie haben Sie denn eigentlich herausbekommen, wo Stangerson abgestiegen war? Als Kutscher in London hat man so seine Kontakte. Apropos Kontakte. Sagen Sie, Mr. Hope, wer war eigentlich die ältere Dame, die in Ihrem Auftrag den Ring hier abgeholt hat? Das ist der einzige Punkt, über den ich in dieser Sache noch keine Klarheit gewonnen habe. Meine eigenen Geheimnisse kann ich Ihnen verraten, Mr. Holmes, aber nicht die von anderen. Sagen wir, ich habe der Dame bei einer persönlichen Angelegenheit geholfen und sie hat sich auf diese Weise bei mir revanchiert. Übrigens war es sehr schlau von Ihnen zu erkennen, dass sich hinter dieser Anzeige ein Trick verbirgt. Ich danke Ihnen. Allerdings war es nicht besonders schlau von mir, die Adresse nicht wiederzuerkennen, als mich die Jungs eben zu Ihnen geführt haben. Angeblich für eine Kutschfahrt. Warum arbeiten Sie eigentlich immer noch als Kutscher? Ihre Arbeit ist doch getan. Was soll ich sonst tun? Ich lebe davon, Doktor. Vielleicht hätte ich mir ja auch noch ein bisschen Geld für die Überfahrt nach Amerika verdienen können. Aber daraus wird ja nun nichts mehr. Jetzt muss ich wohl im kalten England sterben. Das werden Sie in der Tat, so oder so. Wenn möglich, aber bitte nicht gerade auf dem Weg ins Revier. Ich möchte, dass die Presse Sie noch lebend zu Gesicht bekommt. Erfolgsnachrichten des Yard sind immer gut, um das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Arbeit zu stärken. Und den Ruhm gewisser Scotland Yard-Detektive zu mehren. Nicht wahr, Inspektor? Nun ja, wie dem auch sei. Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe bei der Lösung dieses Falls, Mr. Holmes. Natürlich hätten wir das auch selbst geschafft. Es hätte nur ein wenig länger gedauert. Natürlich, Inspektor. Meine Herren, kommen Sie, Mr. Hope. Auf Wiedersehen, meine Herren. Vergessen Sie meine Geschichte nicht. Das werden wir gewiss nicht, Mr. Hope. Los jetzt! Was für eine durch und durch traurige Angelegenheit. Aber sagen Sie, Holmes, der Inspektor hat doch nicht wirklich vor, die Lösung dieses Falles in der Öffentlichkeit als seine Heldentat darzustellen. Doch, genau das wird er tun. Aber man muss doch die Öffentlichkeit informieren, wer tatsächlich dahinter steckt. Bitte sehr, Doktor, tun Sie sich keinen Zwang an. Das werde ich auch nicht. Offen gesprochen ist es mir übrigens noch immer ein Rätsel, wie Sie den Namen dieses Mannes herausfinden konnten und woher Sie wussten, dass er als Kutscher arbeitet. Mein lieber Watson, im Gegensatz zu Inspektor Lestrade habe ich mir aus Cleveland umfassende Informationen bezüglich der beiden Herren kommen lassen. Ich wusste, dass der Mörder dem Umfeld der beiden in Amerika entstammen musste. Denn die Sache mit der Blutschrift an der Wand war mir aus besagtem New Yorker Fall bekannt, von dem man in Europa seinerzeit nur wenig gehört hat. Man hatte damals ein politisches Motiv vermutet, fand dann aber heraus, dass der Mörder ebenfalls ein Deutscher war, der seinen Landsmann getötet hatte, um sich an ihm für den Tod seiner Frau zu rächen. Dieser Hintergrund und die Sache mit dem Ehering waren für mich recht eindeutige Hinweise bezüglich des Motivs. Und in der Tat erfuhr ich aus Cleveland, dass Mr. Drebber sich bei den örtlichen Polizeibehörden bereits mehrfach um Schutz vor einem ehemaligen Nebenbuhler, einem gewissen Jefferson Hope. Unglaublich, Holmes. Aber nicht unmöglich. Man muss den Leuten nur die richtigen Fragen stellen, dann bekommt man auch die richtigen Antworten. Als ich wusste, wie unser mutmaßlicher Mörder heißt und einen Bezug zwischen ihm und der Kutsche hergestellt hatte, deren Spuren sich auf der Straße vor dem Haus in der Brixton Road gefunden hatten,
musste ich nur noch meine kleine Baker Street-Truppe auf den Fall ansetzen. Die Jungs sollten ganz London nach einem Kutscher namens Jefferson Hope durchforsten und ihn zu mir bringen. Mein zweiter Trumpf, nachdem der unselige Versuch mit dem Ring ja leider gescheitert war. Mein lieber Holmes, ich bin beeindruckt. Mein lieber Watson, das freut mich. Tja, die Öffentlichkeit muss einfach von ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten erfahren. Ich werde einen Bericht über diesen Fall veröffentlichen. Darauf bin ich schon gespannt. Und ich bin gespannt auf Ihre nächsten Fälle. Es wird mir eine Ehre und Freude sein, Sie an meiner detektivischen Arbeit teilhaben zu lassen. Na, hoffentlich werden Sie das nicht bereuen, mein lieber Holmes. Darauf würde ich antworten, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mein guter Watson.